Hi, herzlich willkommen zu Verprügelt mit Drachen mit Ivan Thieme als Gummo der Barbar, mit Falk Pirczek als Faruk Eisenbusen, der große Barde, und mit mir Jonas Imam, dem Game Master. Wenn euch die Serie bisher gefallen hat, bitte lasst uns ein Abo da auf YouTube, bitte liked uns, bitte schreibt uns Kommentare. Darüber freuen wir uns und das hilft uns auch, berühmt zu werden. Und das ist das Einzige, was wir wollen. Nichts mehr als berühmt werden. Berühmt werden durch Rollenspiel. genau, und natürlich könnt ihr uns auch abonnieren und die Folgen einfach als Audiofolgen hören auf Spotify, auf iTunes, auf allen Podcatchern, die es so gibt, im Großen und Ganzen, vielleicht mit einigen wenigen Ausnahmen, so wie Obscuro Catch oder so. Das gibt es doch nicht wirklich. Nein, gibt es auch nicht. Okay, aber vielleicht gibt es Obscuro Catch. Ja, habe ich mir gerade ausgedacht. Könnte ja funktionieren. Genau, in der letzten Folge von Verprügelt mit Drachen wart ihr beide gerade fertig mit dem großen Endkampf mit Rakon Blutfaust und seinen ganzen Schergen. Dann habt ihr angefangen, euch mit der Halblingskarawane auseinanderzusetzen, mit Marnia Wineworth, der Matriarchin der Halblingskarawane, und habt ein paar Informationen gesammelt und auch ein bisschen gehandelt und habt den Lager aufgeschlagen. Und jetzt ist der nächste Morgen. Ihr habt euch endlich mal wieder ein bisschen ausgeschlafen, ihr seid nachts nicht überfallen worden von irgendwas, ausnahmsweise mal. So, es war eine angenehme, laue Nacht, ihr konntet die Sterne angucken und vielleicht noch ein bisschen abends miteinander reden oder sowas. Ihr habt auch ein bisschen Wein bekommen, gibt's gutes Essen. Gibt es einen Mond oder gibt es andere Körper im... Es gibt einen Mond, ja. Ja. Wie heißt der Mond? Mond. Einfach nur Mond. Ja. So wie unser Mond. Nö, er heißt einfach Mond. Heißt aber ich meine, auch Sonne? Du musst natürlich, also in jeder Sprache heißt er vielleicht ein bisschen anders, das kann natürlich sein, aber im Großen und Ganzen gibt es ein Wort für Mond, genauso wie ein Wort für Erde. Ihr seid übrigens in der Welt von Panchoria, ne? Das hatten wir noch nie geklärt. Panchoria? Ich habe mal einen Executive Call, war ein guter Vorschlag, ich weiß leider nicht mehr von wem. Müssen wir noch mal nachgucken. Aber Credits. Ja, gibt's noch. Melde dich einfach. Panchoria. Jetzt melden sich 100 Leute. Sind so, ich hab's gesagt. Ja, ich hab's gesagt. Panchoria, genau. Ja, ist die Welt, in der ihr lebt. Das ist sozusagen die gesamte Erde, ja, auf der ihr seid. Genau. Ja, ihr wacht auf. Es ist ein angenehmer, lass mich würfeln. Regnerischer Morgen. Es ist ein angenehmer, absolut widerlicher Morgen. Nein, es ist tatsächlich, die Sonne scheint und es ist angenehmer, aber ein bisschen kühl. Okay. Es ist, ihr seid ja im Herbst, ja, ne, hatten wir schon geklärt. Und ja, die Blätter fallen langsam, es wird langsam alles ein bisschen orange. Oh, ist das schön. Aber es ist ein angenehmer Herbsttag. Es ist nicht zu kalt, es ist nicht warm, aber es ist in Ordnung. Ich wache, das ist eine der wenigen Male, wo ich wirklich gut gelaunt aufwache, ja, weil ich weiß, so unser letzter großer Nemesis ist erstmal getötet. Wir sind bald in Glanwood. Ich bin momentan auch mehr neugierig als ängstlich. Ja. Ich will jetzt auch wirklich wissen, was da los ist. Ja. Und ich habe vor allen Dingen übelst Bock auf die Stadt. Irgendwie hab ich alles, so die ganze Reise dahin. Ich will jetzt in die Stadt. Wir sind ja an einem Rand. Der Wald ist ja schon zu Ende sozusagen. Wir sind am, jetzt kommt ja der landwirtschaftliche Gürtel von Glanwood. Ja. Sind in meinen Bärenfallen vielleicht am Rand sind ja so kleine Hasen oder was unterwegs. Ist da was aufge... Ist was reingeploppt? Also möchte ich gucken. Sag mal hoch oder niedrig? Niedrig. Ja, ein Karnickel ist verfangen, auch schon tot. Das wäre so funny, so, ein Bär ist hinterher. Wow, okay. Einer der fünf von der Roten Brigade hat sich. Also ihr wacht auf zu den Schreien eines sterbenden Kaninchens. Och Mensch. It's a circle of life. Ich esse kein Fleisch, mir bringt das nichts. Ich mach die. Aber du kannst dir eine schöne Mütze machen lassen daraus. Och nein. Ich nehme meine Axt, köpfe den nicht, sondern hau den auf den Kopf. Und dann. Okay, ja. Genau. Dann machst du Kaninchenfrühstück? Genau, ich häute den dann. Also, ich möchte das Fleisch, also das Fell wegnehmen und vielleicht. Das Mikrofon vielleicht noch ein bisschen vielleicht möchte das quasi. ja, häuten, kurieren und dieses. Kurieren hat er jetzt gelernt. Nee, du hast mich mal gefragt, ist das Fell kuriert? Und dann habe ich gesagt. Leder, ja. Ja. Also, man kuriert daraus dann Leder. Nee, also, mir ist wichtig ums Fleisch. Ist lustig, dass du jetzt jedes Mal sagen wirst, ich kuriere es auch. Ja. mir geht es ums Fleisch, also, und das ist quasi meine Morgenbeschäftigung. Schön. Genau. Okay. Ich rauche eine. Okay. Nasch was von meinem vegetarischen Zeug, was ich dabei habe. Hier ein Möhrchen, dann ein Mädelchen, dann ein Karottchen. Und nochmal ein Kartoffelchen. Genau. Und dann gucke ich mir das einfach ein bisschen spannend und angewidert an. Und träume schon von der großen Stadt. Gut, Markus sitzt da und scheint in sich selbst versunken zu sein. Also für eine gewisse Zeit ist es ein bisschen so, als er sieht ein bisschen aus, als würde er meditieren.
Er sitzt einfach da und hat die Augen geschlossen. Das ist ein richtiger Mönch geworden. Ey. Denkt anscheinend angestrengt nach. Ihr wisst nicht so genau, was er da macht. Mhm. Und dann steht er auf und sagt, wir sollten uns auf den Weg machen. Die Leute in Glanwood brauchen unsere Hilfe. Vollkommen richtig. Genauer gesagt, eure Hilfe. Agas, der macht gerade noch Kaninchen. Kann man nicht um 15 Minuten diesen Mann da Kaninchen essen lassen? Und dann machen wir los. Ja, na gut. Wir geben uns doch schon Mühe, uns zu beeilen. Ja. Aber weißt du, ich habe das Gefühl, du bist immer in unserem Nacken. Ich will nichts im Nacken haben. Ich habe keine Nacken. Und es nervt mich, dass du, entspann dich doch, wir machen doch gleich los. Setz dich hin, iss auch was vom Kaninchen, ich gebe dir auch noch was von meinem Tomädelchen hier ab und dann machen wir doch gleich los. Fein. Oh, ich habe so Bock auf Kaninchen. Ich auch. So, jetzt mach dein Kaninchen. Ich meine, es zu braten würde es lange dauern. Kaninchen dauert nicht lange zu braten. Wirklich? Nee. Es ist ein relativ kleines Tier, wenn du es gehäutet hast, dreht sich wirklich schneller. Ja, dann ich schätze mal, es gibt noch so was wie eine Restflamme, so die Kohlen brennen noch beim Feuer, dann grill ich das da und biete jeden freundlich ein Stück an. Dankeschön, ja. Ich esse immer noch kein Fleisch, nur aber Markus nimmt auch was davon, ja. Sehr gut. Gut. Ich mache noch ein bisschen Salz rüber und dann. Das magische Salz? Nee. Ja, genau, wo hast du Salz her? Wir haben keine Gewürze dabei. Ach, Mist, du hast recht. Ey, das wäre mal eine Sache, ich glaube, ich gehe Gewürze kaufen. Ja. Dass wir ein bisschen unterwegs ein bisschen besser leben. Die Gewürze geben schon den letzten Kick nochmal. Ja, weißt du, wir sind auch viel unterwegs. Warum nicht Kardamom dabei haben? Ja, du hast recht. Nee, dann beiße ich in das Fleisch rein. Und Salz ist für dich auch gefährlich, ne? Das weißt du als Schnecke. Du hast Angst vor Salz. Also, ich mag Salz wirklich nicht. Wenn dir jemand Salz dich damit beträufelt, dann würde ich dir anfangen, irgendwann Disadvantages zu geben. Dann sind wir gestärkt. Ich sammle meine Bärenfallen zusammen, packe sie zurück in mein Inventar und gucke schon Richtung wohin. Also ich weiß nicht genau, wir sind ja quasi auf der Straße. Du hast, weil du Wanderer bist, also vom Background her, weil du Nomade bist, tatsächlich fast sowas wie einen perfekten Orientierungssinn in der Wildnis. Also du weißt immer, wo Norden ist und du weißt auch, ich meine, ihr müsst ja nur der Straße folgen. Ja. Aber in dem Fall, also du bist sofort orientiert, in welche Richtung es geht, zumindest von gestern ausgehend. Was hilft mir das, wenn ich nicht weiß, wo Guma ist? I wonder. Aber ich sag, Freunde. Wanderer of the Heart ist ein anderes Feature. Na, dann lass uns doch loslaufen, oder? Ja. Ich zeige in die Richtung, da ist Glanwood. Wir müssen Richtung Süden, also das ist immer noch klar. Okay, und Markus deutet auf die Straße, ganz kurz irritiert und dann. Ja. Ich lache frohen Mutes und laufe voran. Ja. Okay. Und pfeife auch ein lustiges Lied ohne Lippen. Was ist denn mit eurer Schubkarre passiert? Die war ja noch da. Also die habt ihr ja etwas weiter stehen lassen. Habt ihr damit gemacht? Wir haben jetzt eine Menge verkauft, ist es möglich? Also ihr müsst die ja geholt haben, um die Gegenstände zu verkaufen. Insofern ist die jetzt bei euch. Also ich trage jetzt, wo der ganze Krempel der Waffen weg ist, habe ich jetzt wirklich nicht mehr viel dabei. Der Rest ist so wirklich so easy in eine Tasche zu kriegen. Ja. Also aber ich brauche das Ding nicht, außer ich darf drin sitzen. Das ist halt eine Geschwindigkeitssache. Darf ich? Das ist eine Geschwindigkeitssache. Wir müssen dich auch, ich weiß, du genießt es auch ein bisschen. Aber ich habe auch keine Beine. Das dauert lang, wenn ich laufe. Ja, dann lass uns die Schubkarre nehmen. Ich setze mich in die Schubkarre. Ich und Markus sind wieder quasi links und rechts. Ja. Und ich mache so zu Markus und dann stampfen wir los. Ihr stampft los. Ich versuche ohne Lippen zu pfeifen. Und damit wäre ich richtig auf den Sack gehen, bis wir da sind. Vor allen Dingen der Einzige, der wirklich auch Musik machen könnte. Ja, aber ich versuche mir gerade selber Pfeifen beizubringen. Pfeift aber es ist richtig hart ohne Lippen. Ja. Von daher, ich gebe mein Bestes. Sehr gut. Okay, ihr seid. Oh, ich stelle mir so vor, wie bei diesen gelben Weizenfeldern langlaufen. Ja. Das ist genau das. Also, ihr lauft jetzt Straße lang, es wird immer weniger Wald und immer mehr Felder einfach. Schön. Es ist tatsächlich auch dadurch, dass es Herbst ist, ich weiß gar nicht, im Herbst sind da die Felder noch im Gange. Ja. Habt ihr um euch herum zunehmend halt wirklich diese Felder. Jetzt seht ihr auch von weitem zumindest immer mal wieder Bauern, die arbeiten und so, umso näher ihr der Stadt kommt. Ihr geht einen Hügel hoch. Und als ihr auf der Spitze vom Hügel ankommt, könnt ihr zum ersten Mal Glanwood sehen von weitem. Ich untermale das mit einer Melodie. Ja, okay, du spielst eine Melodie. Glanwood, also erstmal seht ihr das Meer. Das könnt ihr auch schon sehen von da aus. Ihr seht das Glänzen des Meeres, wenn ihr von weitem drauf guckt. Es ist jetzt Mittag, das heißt, die Sonne scheint, das Meer glitzert von weitem. Ich glaube, ich verlieb mich gerade. Ihr seht die Stadt ist sehr, sehr groß.
Ihr wisst, dass da tausende von Leuten leben und arbeiten und so weiter. Und ihr seht, es gibt so eine Art Siedlung um die Stadtmauer herum. Mhm. Die wurde euch auch schon erwähnt als Runenkenny. Und dann ist da die Stadtmauer. Die Stadtmauer ist um die 10 Meter hoch, hatten wir, glaube ich, gesagt. Eine sehr hohe Stadtmauer aus so grauem Stein. Aber alles sehr ordentlich, auch mit so richtigen Balustraden und so. Heißen die Balustraden? Hm? Mit so, dieses typische Burgform. Von weitem sieht es hier und da auch mal glitzern auf dieser Balustrade, weil da offensichtlich... Sind das die Augen schöner Frauen? Ihr würdet eher vermuten, die Helme von Wachmännern, aber ja. Ich bin gerade sinnlos romantisiert. Genau. Sind schöne Augen. Und dann könnt ihr sehen, dass die Stadt bis ans Meer rangeht. Und ihr seht auch von weitem schon Schiffe, die sich dort den Glan entlang bewegen. Das ist dann von euch so links der Fluss. Ne? Ist natürlich alles sehr weit weg. Die Schiffe sind sehr klein, aber da die jetzt so schon sichtbar sind, nehmt ihr an, dass es recht große Schiffe sind, weil die auch mehrere Segel haben teilweise. Und dann seht ihr auch, dass es in der Stadt einen Teil gibt, wo eine Burg steht. Hm? Auf einem erhöhten Podest sozusagen. Also, ist sie protzig? Also sie ist schon sehr groß und hat viele Türme und sieht sehr formidabel aus auf jeden Fall. Okay. Also das ist keine kleine Burg. Wie sieht denn das Logo von, sehen wir quasi ein Emblem oder irgendwie... Nein, also ihr seht von weitem kleine Fähnchen im Wind. Welche Farbe? Das könnt ihr noch nicht erkennen, ihr seid noch zu weit weg. Okay. Aber genau, das ist, was ihr seht. Wollt ihr irgendwas tun oder wollt ihr weiterlaufen? Ich würde gerne schmachten. Okay. Was ist schmachten? Ich schmachte nicht so gut. Okay, du bist... Du Schmachten ist so... Du machst so, aber irgendwie ist es nicht überzeugend. Das ist so ein bisschen aufgesetzt. Wir machen mal ganz kurz einen Wisdom-Check für... Ja, Markus guckt dich so von der Seite an. So, ja. Was ist er für ein Markus, Darsteller? Ja. Wie fühlt es sich, zurück in die Heimat zu kommen? Fantastisch, ehrlich gesagt. Aber wir müssen uns beeilen. Ich mache aber jetzt nur noch so, wenn Markus redet. Also er will auch definitiv jetzt schneller laufen, weil er jetzt das Ziel vor Augen hat. Also wir sind fast da. Wenn wir uns beeilen, dann schaffen wir es in den nächsten 3 Stunden dorthin. Okay, sehr gut. Das ist ein guter Plan, Markus. Willst du nicht, willst du dann Betty besuchen? Er wird so ein bisschen rot. Ja. Also ja, ich werde sie sicherlich noch Smile sehen. Smile sie aber. Auf jeden Fall. Piu, piu, piu! Ich mach so zu dir und wir sind so, wuhu! Ich weiß nicht, was ihr meint. Und er versucht loszulaufen. Ich bin so gespannt auf Betty. Ich auch. Stellst du uns Betty vor, Markus? Wir sind jetzt auch Freunde. Ja, ich würde dir auch immer vorstellen, wenn ich wüsste, wo sie ist. Ich würde dir Bienchen vorstellen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Was ist wichtiger? Die Liebe. Die Stadt zu retten. Markus, Liebe. Im Leben geht's doch nur um Liebe und den Tod. Nein, es geht um die Pflicht. Ich lege mich wieder zurück. Leute zählen auf uns. Ja, wir sind doch auch gleich da, Mensch. Wir sind unterwegs. Ich gebe Markus, sehr sichtlich, wie wir das. Hast du Betty ein Geschenk mitgebracht? Nein. Du hast Betty nichts. Hast du was wir Betty schenken können? Diese Hexenfigur, die den Schrumpelkopf. Du meinst den Schrumpfkopf? Ja. Den ihr übrigens immer noch nicht euch noch näher angeguckt habt, ne? Nee, stimmt. Ich könnte ihn mal identifizieren. Ein Ring, der 5 Gold ist, kann ich. Den wollen wir den Markus geben, dann hat Markus ein Geschenk für sie. Ja, aber wir. Okay. Ne, Markus, es ist ihm sichtlich unangenehm alles. Markus, wir wollen doch einfach nur, dass du und Betty, damit das auch. Das ist doch jetzt ein Geschenk an Freunde. Hier, nimm diesen Ring, Markus. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt weiß, dass ich. Oh, das ist natürlich. Er sagt nicht mehr als das. Und also können wir jetzt weiterlaufen? Ja, ist ja okay. Okay, wir laufen. Ich sehe, dass er hat wirklich ein bisschen Tempo genommen, will aus der Situation weg. Ja, der kann nicht mehr. Ihr hängt beide an diesem Wagen. Deswegen. Und der Wagen fängt jetzt auch langsam an, so ein bisschen Schlagseite zu kriegen, weil er mehr deswegen zieht als du. Muss ich mir nochmal mich sputen und gebe dann auch nochmal mein Ganzes, damit wir davon. Ich schreibe Markus ein Gedicht, was er Betty vorlesen kann. Okay. Ich will, dass wir dahinter stehen, während er es bekommt. Und dann so zeigen. Nee, das ist ein guter Cyrano de Bergerac-Moment. Das hatten wir ja schon mal, ne? Dass der furchtbar aussehende, geniale Dichter hinter dem gut aussehenden Typen ihm immer so zuflüstert. Ja, ich schreibe ein Gedicht. Dann laufen wir weiter. Ich schreibe jetzt wirklich ein Gedicht. Okay, du schreibst ein Gedicht. Du hast auch die Möglichkeit, kommen Leute entgegen? Ja, also jetzt wird die Straße wird immer belebter. Ja. Die Leute sind aber auch oft eher so für sich. Also das sind dann oft so Wagen von Bauern und so weiter, die dann aber auch abbiegen. Ne? Ja. Also die fahren sozusagen nur ein Stück aus der Stadt raus und dann irgendwo nach links oder rechts zu ihren Hof Feldern oder zu ihrem Hof. Oder, Wie sind die gelaunt? Wie sind die? Du hast das Gefühl, mach mal ein Insight. Check? Eine 18. Nice. Okay, das ist ein guter Inside-Check. Du hast das Gefühl, alle sehen ein bisschen angespannt aus. Mhm.
Also man grüßt zwar, aber es ist alles sehr, keiner will sich wirklich so richtig unterhalten oder sowas. Alle sind eher so ein bisschen für sich, ja, wollen sie für sich selber sein, gefühlt eher. Ihr werdet auch eher ein bisschen misstrauisch angeguckt, weil ihr Fremde seid und ihr seht komisch aus. Ich rufe zu jedem Gott zum Gruße. Oh Gott. Ja, ich gebe aber keine auch Hautstücke, dadurch, dass ihr, wo ein G raus. Dadurch, dass ihr mit Markers unterwegs seid, kommt ihr aber auch recht gut durch. Also ja. Ihr werdet jetzt, die sehen, dass ihr mit einer Wache unterwegs seid. Und es ist halt einfach ein bisschen weird, weil ihr zieht diesen Wagen und da sitzt diese gigantische Schnecke drin, die irgendwie schreibt. Ja. Und es ist alles ein bisschen obskur, so ein bisschen ungewöhnlich, aber außer ein paar Seitenblicke kriegt ihr nicht sehr viel. Bevor wir in die Stadt kommen, will ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir an Informationen haben für diese Geschehen. Das heißt, wir wissen, es sind zwei Schatten mit grünen Augen, die förmlich, die wirklich so schwebend sich fortbewegen, sind sehr leichtfüßig und auch normal groß. Die kidnappen Leute und wir hatten einen Augenzeuge, der am Dock jemanden gesehen hat, wie er gekidnappt worden ist. Meine Taktik, um da vielleicht, wenn wir in der Stadt sind. Übrigens, Markus hört das alles zum ersten Mal. Ah, okay, Markus. Oh, okay. Sagst Markus, du das offen? Das sind, ja, genau. Das sind auch wichtige Infos für dich. Ich weiß nicht, auf welchem Wissensstand du bist oder ob du uns alles verraten hast, was diese Wesen oder das Verschwinden angeht, aber das, was wir von denen. Ich höre davon zum ersten Mal. Okay, hör zu, Markus. Ich glaube, in der Stadt wird jeder irgendeine andere Theorie behaupten. Ich glaube, am besten platziere ich mich als Köder in der Nacht, um zu gucken, ob diese obskuren Gestalten mich abschleppen wollen. Also abschleppen ist falsches Wort. Ich kann noch nicht sprechen. Also, das klingt jetzt so ein bisschen so, als würdest du dich als Sexworker anbieten und dann würden da irgendwelche komischen Typen kommen, die dir Geld anbieten, Was haltet ihr von der Idee, dass wir quasi denen so einen Hinterhalt, mich als Neuen in der Stadt an den Docks platzieren? Gumo, ich würde sagen, eins nach dem anderen. Erstmal hätte ich dich ungern als Köder. Es gibt nämlich Leute, die sind entbehrlicher als du. Die sollten wir als Köder verwenden. Und zum anderen würde ich gerne. Er ist entbehrlicher als er. Er ist ein Held. Es ist seine Aufgabe, sich der Gefahr zu stellen. Wir gehen erstmal. Deswegen werden wir wirklich dahin geschickt, damit wir das machen. Ja, ich würde vielleicht einfach einer leichten Dame ein bisschen Geld dafür anbieten. Und dann lass uns doch erstmal. Wir müssen doch erstmal mit dem Stadtrat. Würfel du mal bitte ganz kurz einen Inside-Check, ob du verstehst, was er mit leichter Dame meint. 20. Okay, er hat's kapiert. Kicherst du? Ich lach wirklich, also ich lach mich kaputt, nein. nee, weil ich will, dass wir, bevor wir in die Stadt gehen, einfach damit wir so einen kleinen Plan haben, wie wir diese Wesen bekämpfen, weil ich will mein Haus, also ich möchte. I get it. Wie ist das Wichtigste geworden? Okay. Also das war ich wollte nochmal mit zusammenfassen, damit wir wissen, was wir, damit auch Markus Bescheid weiß. Ja, alles gut. Und Sie haben euch gesagt, dass dort so dunkle Schattenwesen die Bürger entführen würden? Gibt es denn einen Stadtmagier in Glanwood? Naja, der Stadtrat der Gelehrten ist ein Magier und Gelehrten an sich sind natürlich auch zum großen Teil magisch aktiv. Wie der Stadtrat der Gelehrten? Die sind es. Jeder Stadtrat vertritt eine Interessengruppe in der Stadt. Mhm. Der Stadtrat der Gelehrten heißt Jakobin Larb und er ist auch ein Magier. Okay. Das ist also der Stadtrat der Bücherwürmer? Ja, im Großen und Ganzen, ja. Okay. Gut zu wissen. Haben die gute Dinge in der Vergangenheit getan oder auch, sag ich mal? Ich muss Ihnen fragen, ich finde alles Stadtrat, gut. Magistrat. Ich frage Markus. Markus, diese Magier, haben die Gutes für Glanwood gemacht oder sind die für sich? Sie sind ein Teil der Gemeinschaft, die sind sicherlich auch an ihren eigenen Interessen hauptsächlich interessiert, wie alle, die dort vertreten sind im Stadtrat. Mhm. Verstehe. Interessant, weil wenn es magische Wesen sind, dann sollten wir auch dort mal nachfragen. Ja. Weil Magie kann man im besten Fall auch mit Magie bekämpfen. I know. Mach du übrigens mal einen Knowledge Arcana Check, das haben wir gar nicht gemacht. Mhm. 11, glaube ich, insgesamt. Lass mich nochmal gucken, was der Bonus ist. Ich glaube, es ist 11. Ja. Nee, er wird nicht reichen. Ist zu obskur. Die Informationen sind wenig und zu obskur. Es kann vieles sein. An die Runde, weil ich ja diese sozialen Strukturen nicht ganz verstehe von Schichten und wer welche Position hat. 12 reicht nicht. Was ist die wichtigste Person in Glanwood machtmäßig? Gute Frage. Weiß ich auch nicht. Wir haben einen Patrizier. Er ist sowas wie unser Anführer. Heißt der Patrizier? Er heißt. Sie heißt Patrizier? Er heißt Morvo Anslingen. Morvo Anslingen? Ja. Das ist quasi der Big Boss, mit dem man. Also
Ja. Am Ende des Tages macht er die Entscheidung. Hat er Einfluss auf die Gilden, auf die Vertreter, also quasi auf diese Einzelnen? Ja, also wie ist der Name, Stadt, bitte der Stadtrat mal? Setzt sich zusammen aus Morvo Anslingen. Der Morvo? Morvo mit Morvo. V. Morvo Anslingen. Ja. Er ist der Patrizier, er fällt Entscheidungen. Allerdings ist es auch so, dass der Stadtrat Macht hat und Entscheidungen ablehnen kann, zum Beispiel, oder unterstützen kann. Und normalerweise, weil die Stadt nun mal regiert wird durch diese Stadt, durch diese Magistrate. Wie viele Magistrate gibt es denn? 6 Stück. 6 Stück. Der Stadtrat setzt sich also aus den 6 Magistraten zusammen, die jeweils quasi ein anderes Haus vertreten. Verstehe ich das richtig? Das ist richtig, ja. Gut. Gibt es sowas wie eine Kriegergilde oder eine, die Polizei, oder von wem wird die Wachen kontrolliert? Wer hat dann da quasi... Lady Forthright kontrolliert die Stadtwache und auch die Armee von Glanwood dadurch. Okay. Lady Forthright. Forthright. Wie die vier... Es ist allerdings mehr ein Spitzname. Sie ist Dragonborn und sie hat auch einen komplizierten Drachennamen, aber Lady Forthright ist sozusagen ihr offizieller Name. Aber sie ist jetzt auch schon quasi auch deine Vorgesetzte. Oh, sie ist meine Vorgesetzte, sie ist meine Kommandeurin. Die wird sich freuen, wiederzusehen, glaube ich, weil der hat ja eine Geschichte. Oh ja. Und sie kontrolliert quasi die gesamte Exekutive. So verstehe ich das gerade. Ich weiß nicht, was Exekutive bedeutet, aber ja. Die ausführende Gewalt. Der Körper, der nicht denkt und schlägt und der seinen Pflichten folgt. Sie kontrolliert die Stadtwache und sie kontrolliert im Falle eines Kriegszustandes auch die Armee. Das ist aber eine Menge Macht. Wer kontrolliert den Hafen? Ist das die Handelsgilde? Ja, die Handelsgilde kontrolliert tatsächlich den Hafen. Weil die kontrollieren ja, was rein und rauskommt. Das finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Die wird angeführt von Muriel Darmignon. Muriel da. Oh, ich glaube, der Mann weiß, wie man lebt. Ich weiß ja schon. Der hat Mann, ist kein Mann, ist eine Frau. Ist eine Frau, die weiß, wie sie lebt. Weil, ich hab mich durch den Namen in sie verliebt. Weil sie nimmt sich die ganzen Sachen, auch die besten, die reinkommen, raus. Ja. Sie hat sie einen tollen Akzent? Sie ist bekanntermaßen eine sehr schöne und intelligente Frau. Würdest du sagen, sie ist eine Sexpiratin? Ich weiß, was ein Pirat ist und ich weiß auch, was das andere Wort bedeutet, aber die Kombination ist mir neu. Eine Sexpiratin? Ihr meint, sie fährt zur See, um sexuelle Sachen zu tun? Marcus, eine Sexpiratin ist jemand, die eine hohe sexuelle Lust empfindet und sich die auch gerne nimmt. Also nach allem, was ich höre, ist sie eine Frau voller Tugend und bisher hat noch keiner was Gegenteiliges behauptet. Okay, aber sie hat immer einen Adjutanten dabei auch der achtet auch darauf, dass keine Gerüchte entstehen oder ähnliches. Gibt es einen Kerker in Glanwood? Natürlich gibt es einen Kerker. Gibt es irgendwas in Glanwood, was nicht spießig ist? Ich höre nur spießigen Quatsch. Warum denn? Das ist alles spießig. Niemand ist da mal frivol. Niemand geht mal mit seiner Sexualität hausieren. Alle sind zugeknöpft. Es ist, sehr offen in Glanwood. Jeder kann tun, was er möchte. Also, so klingt es aber gerade nicht, Markus. Warum soll dann ausgerechnet die Frau, also Lady Darmignon, eine Sexpiratin sein? Er ist immer noch verwirrt von dem Begriff. Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich bin schon wieder ein bisschen genervt, dass das alles so spießig und so mit Ordnung ist. Aber gut. Ich vermute mal. Ja, irgendwie muss man ja auch so eine Stadt organisieren. Ja, aber die sind doch alle im Inneren verdorben. Ich weiß nur, was man öffentlich von ihnen weiß. Ich weiß nicht, was von den Magistraten, ich weiß nicht, was sie hinter verschlossenen Türen Markus, tun. Markus, Mensch, ihr müsst doch auch als Wachen auch mal reden. Du musst auch die Gerüchte kennen. Oder machst du die Öhrchen da immer zu, was deine Pflicht ist? Du musst da auch was hören. Ich habe vor 3 Monaten angefangen in der Stadtwache. Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ey, aber für die 3 Monate... Ne? Ja, dann also auch mal großes Lob. Für 3 Monate ist viel passiert. Gibt es jemanden besonders im Kerker, von dem wir wissen sollten? Oh, gibt's schöne Frage. Gibt es einen besonderen Gefangenen, der zu Recht dort Frage. Im Kerker weilt? Also, es gibt ein paar Gefangene, die ein bisschen berühmtere Kriminelle sind, aber... Mhm. Eigentlich niemanden, der mir jetzt direkt herausstechen würde. Mhm. Okay. Vielleicht, ja, vielleicht Shoran Knochenbrecher, aber auch nur deswegen, weil er so eine schlimme Reputation als extrem gewalttätiger Irrer hat. Mhm, weil das ist ein guter Köder, glaube ich. Du willst Shoran Knochenbrecher aus ich dem Kerker lassen? Ich werde auf gar keinen Fall Shoran Knochenbrecher aus dem Kerker lassen. Vor allem nicht, wenn du das ihm sagst. Ja, der Mann ist ein Serienmörder. Er ist eher ein Serienknochenbrecher.
Nicht jeder Knochen ist lebenswichtig. Sie nennen ihn Shoran Knochenbrecher, weil er seine Opfer tötet, indem er ihnen jeden einzelnen Knochen im Körper bricht. Auch die Knöchel. Alle? Alle 200? Es gibt auch so kleine, feine Knochen im Ohr. Bricht er, weiß nicht, ob du das weißt. Ich bin kein Anatomie-Experte. Vielleicht bricht er nicht jeden einzelnen, aber er bricht alle größeren. Eins, zwei, drei, fang an. Du kannst es sowieso ja, nicht. Ja, ich weiß. Deswegen finde ich ihn noch nicht so schlimm. Ich bin so, okay. Ich finde es. Ja, du hast keine Knochen. Exakt. Also. Ich finde es spannend zu sehen, wie Leute, die quasi diesen dunklen Weg, Lebensweg eingeschlagen haben, zu besuchen und vielleicht was von denen zu lernen. Weil ich versuche mich ja vom Raum zu entfernen und ich sehe manchmal, dass diese dunkle Seite immer noch hervorkommt in mir. Und ich will. Ich finde es gut, dass du Resozialisierung so wichtig findest, Gummo. Das mag ich. Ich finde, vielleicht. Guck mal, Markus, er schreibt nicht die Menschen gleich ab. Er glaubt an sie. Und ich lasse immer alle schwarz und weiß. Lass sie auch Münzen schlucken. Er lässt sie auch Münzen schlucken. Deswegen war es mir wichtig, da vielleicht was rauszufinden. Ich bin wahnsinnig gespannt, die ganzen Leute kennenzulernen und mit ihnen zu reden. Was ist denn dann, Markus, wenn wir in die Stadt kommen, was würdest du vorschlagen, was wir als erstes machen? Wir sollten zu Lady Forthright gehen. Weil das machen wir nicht. Ja. Hast du das gerade gesagt? Okay. Also er antwortet dir und während du das sagst, fällt ihm auf, dass du das sagst und sein Gesicht fällt so ein bisschen in sich zusammen. Markus, mein Gott, das ist doch nur ein Spaß. Okay. Okay. Wenn du das glaubst, dann werden wir zuerst zu Lady Forthright gehen. Ich muss hier sowieso Bericht erstatten und wir werden nicht gleich den ganzen Stadtrat, eine Audienz beim Stadtrat bekommen. Dazu müssen wir uns erstmal anmelden. Okay. Wollen wir, Markus, ich würde gerne, dass wir dich auch ein bisschen rausstellen in deiner Leistung, weil vielleicht springt dann auch eine Beförderung bei rum, bisschen mehr Verantwortung, bisschen mehr Geld. Bei dir ist das ja wichtig. Mich könnte das nicht weniger interessieren. Also können wir das auch einfach alles. Ich würde gerne Rakons Kopf ihm geben. Und das Geld kriegen wir. Die Story kriegst du. Das kann ich nicht tun. Ihr habt den ermordet. Das weißt du nicht. Sorry, ihr habt ihn besiegt. Mist. Lass uns wenigstens die Story von Lugor erzählen. Sehr Lugor. Interessant. Würdest du wirklich das nicht nehmen wollen, Markus? Nein. Ich werde mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ja, aber Lugor hast du ja. Aber Lugor ist ja wirklich umgebracht. Ja. Ja, er ist sich da ein bisschen unsicher, weil er kann sich nur daran erinnern, wie eine große Keule auf ihn runtergekracht ist und er irgendwie durch die halbe Prärie geflogen ist. Ja. Aber wir beide sind ja die ganze Zeit so, du hast wirklich Lugor. Ich habe gesehen, wie dein Schwert da geglüht hat und du ihn einen vernichtenden Stich Exakt, das war ja sein letztes Aufbäumen und danach ist er in sich zusammengesackt, nachdem er das gemacht hat. Wenn ihr das sagt, ich habe nur getan, was ich tun musste. Okay. Weißt du was? Und wenn du dich nicht traust, damit hausieren zu gehen, das ist okay, das ist dein Charakter, dann werden wir beide, glaube ich, das Maximale an guten Worten bei der guten Dame für dich einlegen. Ja. Na gut, wenn ihr das möchtet. Sehr gut. Sehr gut. Dann kommen wir den Toren von Glanwood näher. Ja. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Es ist eine Schlange vorm Tor. What? Ja, aber die Stadtwache kontrolliert die Wagen, die reinkommen. Toll. Sieht man sich so Leute, die Schuhe putzen? Ich hoffe, ich komme diesmal rein. Wird in der Schlange viel Spanisch geredet? Die Leute müssen sich eher die Schuhe ausziehen, weil die kontrolliert werden. Nein. Es sind einfach nur Bauernwagen und so weiter. Und es geht auch okay voran. Also im Großen und Ganzen weiß jeder, wie der Hase läuft. Du schmeißt so und so viel Münzen zu den Wachen, die lassen dich rein, bla bla bla. Also wir müssen die auch so ein bisschen bestechen, dass wir reinkommen? Nee, ist Zoll. Ist offizieller Zoll. Aber also wer rein oder... Wer aber nicht zu verzollen. Nö, ihr nicht, aber ihr steht halt gerade in der Schlange. Also die Schlange ist da, was ihr machen wollt. Ja, dann warten wir jetzt da einfach. Ich würde es jetzt nicht kompliziert halten. Wie wirken denn die Outskirts? Wie heißt die Valley? Markus meint, wir müssen nicht warten, wir können zusammen. Wenn ihr mit mir zusammen reingeht. Markus, dann sehr gut. Markus, sehr gut. Immer gut. Ihr kommt vorne beim Tor an. Markus wechselt mit den Wachen so ein, zwei kurze Sätze und dann... Nämlich, dass ihr zu Lady Forthright kommen müsst und dass ihr Helden seid und erwartet werdet. Das sagt er gar nicht, interessanterweise. Er sagt nicht, dass ihr Helden seid. Er sagt nur, diese beiden haben eine Audienz bei Lady Forthright. Diese beiden, die Bezwinger des Schwarzen Rotts. Gummo und Faruk. Freut mich. Er guckt euch an und hat... Ich kann nicht Lippen lesen. Ich weiß nicht, was er meint. Er ist auch schlecht darin. Wir haben noch den schwarzen Rott. Also das ist er versucht euch weiter zu lotsen und die Wachen gucken euch etwas irritiert an. Ja, also ich. Hä, wir haben den schwarzen Rott besiegt. Warum kann ich es nicht erzählen? Diesen Credit nehme ich mir auch. Hä, Enrique, wir haben den schwarzen Rott besiegt. Weißt du, wir mussten gegen einen. Weißt du, was wir gemacht haben, um den schwarzen Rott zu besiegen? Okay, ihr lärmt die ganze Zeit rum, wenn ihr da reingeht. Ihr zieht euch so ein bisschen zur Seite. Keiner darf wissen, dass wir Helden angeheuert haben. Wir haben offiziell kein Problem in dieser Stadt. Das stimmt. Okay, das stimmt. Ich hätte irgendwie erwartet, dass ihr das versteht. Wir sind,
bisschen exzentrisch. Also ihr habt definitiv Aufmerksamkeit erregt für eure Rumkrakehle. Markus, die Leute reden doch auch schon. Vampire, Werwölfe, Drachen. Die Leute nicht reden. Ja, und jetzt haben sie einen Grund mehr anzunehmen, dass es tatsächlich irgendein ernstzunehmendes Problem gibt. Wir sind nur zur Durchreise hier. Wir haben gehört, die Puffs sind formidabel. Versuch das zu lösen. Eine ältere Dame läuft so an dir vorbei und ist so, oh. Und dann geht so weiter mit ihrem Stehstock. Ihr habt nur versucht, es zu lösen, auf Faruk-Art und Weise. Ihr kommt durch die Stadttore von Glanwood. Ja. Und Glanwood, jetzt, wo ihr drin seid, seht ihr es nochmal, eine riesige Stadt. Ja. Auf einem Hügel seht ihr jetzt, wie gesagt, diese Burg. Ne? Die ist fast so ein bisschen, als ob sie über der Stadt nochmal so schweben würde, weil man den Hügel nicht so richtig sieht. Vor Häusern natürlich. Ja. Es ist ein buntes Gemisch. Also ihr seht alle Arten von menschlichen Kulturen. Ihr seht alle Arten von Spezies rumlaufen. Also so humanoide. Sehe ich eine Schnecke? Bisher noch nicht. Ihr seid aber auch selten. Sehe ich einen Barbaren? Der Du siehst vielleicht Leute, die von der das ist ein bisschen schwer, weil Barbar, wie gesagt, ist keine ist kein Volk in dem Sinne. Es beschreibt mehr, dass du zu irgendeinem Stamm dazu gehörst. Und es gibt natürlich viele Stämme. Ja. Du siehst von Weitem vielleicht mal einen ziemlich kräftigen, großen Mann mit Bart und so blauer Gesichtsbemalung vorbeilaufen. Mhm. Oder Tätowierung in dem Fall. aber der sieht nicht aus wie jemand, den du kennen würdest von deinem Stamm her. Okay. Mhm. Aber es ist eine Hafenstadt und da kommt viel durch. Ja. Ist viel los auf den Straßen? Ja, es ist Tag. Hm? Es sind ja 5000 Einwohner. Reges Treiben, ja, sogar eher so 6000. Enge Straßen oder breite Straßen? Ich will das ein bisschen. Das kommt drauf an. Also als ihr zur Stadtmauer gefahren seid, seid ihr durch Runecanny gefahren und das ist halt mehr wie so ein Slum. Ja. Also da sind halt viele so selbstgebaute Hütten und so weiter und das ist auch recht eng und es riecht ein bisschen unangenehm. In der Stadt selber, die Hauptstraße, auf der ihr seid, ist recht breit, aber es gibt ganz viele so ganz enge Gassen. Ja. So. Gibt es sowas wie so eine kleine Karte oder ein schwarzes Brett oder sowas? Es gibt eine Karte. Sehr gute Frage. Auch die schwarze Brettfrage war gut. Das ist Glanwood. Die Grafik blende ich dann auch nochmal ein. Dürfen wir das bei uns haben hier? Ich habe leider nur eine davon. Das heißt, ihr müsst mir früher oder später wieder zurückgeben. Wir kommen hier durch das Tor. Ich würde nur gerne wissen, wo oder wir reinkommen. Es gibt ja drei Eingänge. Vier. Sechs. Ja, nee, das erste, was du da gerade angedingst hier. Hast, das ist schon relativ. Sehe ich es gerade richtig rum? Ja, genau das. Gumo meinte, wir sind von hier gekommen. Nee, ihr seid da, genau, da seid ihr reingekommen. Okay. Wir haben hier ein klar, also Hier ist die Burg. Hier ist die Burg, wir haben hier den Marktplatz. Marktplatz. Und die einzelnen Districts. Ist krass, wie die Outskirts hier so, also wie viel das ist, ne? Ja, und der Hafen, der ist hier, vermute ich mal. Hier sind die Docks. Hier sind die Docks. Nee. Da, wo Falk gezeigt hat. Guck mal, da, wo auch The Dock steht. Da ist der Hafen. Okay, Okay. Was ist White Grasp? Kann ich das? Das würde ich gerne Markus fragen. Ja, den Namen hast du jetzt noch nie gehört. Whitgrasp im Übrigen. Aber ich dachte, ich habe eine Karte. Oder ist die gerade eher für uns? Die habe ich euch jetzt gerade. Ah, okay, ich dachte irgendwie, Markus hätte jetzt für uns hier noch so als kleines Präsent. Hier findet ihr euch zurecht, meine neuen Freunde. Zur Tourist Information. Vergiss diesen Maßstab. Der ist automatisch erschienen und ich weiß nicht, ob der. Ich dachte, das wäre alles machbar gewesen. 200 Ja. Na gut. Ist größer als der Maßstab? Ja, okay. Viel. Okay. Also das hier irgendwie, das nur 100 Meter sind, das Quatsch. So, ja. Also es ist viel größer als das. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Lady Forthright. Zur guten Dame. Suchen uns danach eine Unterkunft. Vielleicht können wir sogar bei der hausen. Oder die gibt uns. Okay. Ich möchte auch gar nicht bei der schlafen. Wir wissen, die kennen die doch gar nicht. Jetzt habe ich nie so Lust. Wenn die Königin der Stadtwachen ist, dann ist sie genauso zugeknöpft und ordnungsliebend. Der Patrizier ist der König. Der Nee, aber sie ist die Vorsitzende der Stadtwachen und der Armee. Nehmen wir an, die ist jetzt. Aber dann hat der Patrizier gar keine Macht. Ich glaube, der hat eine Macht über alles. Auch über sie, nehme ich mal an. Okay, wir gehen zu Lady Forthright und beobachten durch das Stadtleben. Ja. Was fällt uns noch was auf dem Weg zu Lady Forthright? Macht mal Perception-Checks. Okay. 5. Eine 18. Nice. Plus 1, 19. Also es kommt ein bisschen darauf an, wonach sucht ihr denn eigentlich? Also was meinst du denn mit, fällt euch was auf? Es ist halt ein reges Tummeln in einer Stadt. Ja, also erstmal sehe ich quasi wie jemand, der irgendeinen neuen Glauben versucht. So ein Praiser, der so was versucht. Das ist interessant. Ihr kommt tatsächlich am Marktplatz vorbei und am Marktplatz gibt es eine Ecke, da stehen Leute auf so Boxen.
die, so, die sich mitgebracht haben, so kleine Holzboxen, und predigen. Und zwar alle durcheinander. Und es ist ein ziemlich wirres Ding. Manche tragen halt sehr flamboyante, große, farbige Kleidung und so weiter. Und manche stehen da in Lumpen und betteln irgendwie. Und, für mich ist das eine komplett neue Welt. Ihr müsst verstehen, ich komme aus der Höhle. Weil was reden die da? Die, es ist alles durcheinander, wie gesagt. Also du müsstest dich auf einen jetzt so ein bisschen fokussieren, damit auf du überhaupt... Auf einen, der am schäbigsten gekleidet ist. Ja, der... sagt, der im Prinzip predigt halt, dass alle von ihren Wertgegenständen ablassen sollen, dass die Götter wütend sind und erzürnt und umso länger die Leute dem Geld nur folgen, desto schlimmer wird es für alle. Und, darf ich mit denen kommunizieren? Du kannst gerne versuchen, was zu sagen. Ich bin dann so, wie sind sie denn zu der Erkenntnis gekommen? Okay, also, mein junger Freund, die Götter kamen zu mir in der Nacht und haben mir erzählt, was passieren wird, wenn wir nicht vom Gelde ablassen. Hast du Geld? Ich hab ein bisschen Geld. Dann lass ab davon. Hier, wirf alles hier rein. Und was machen sie dann mit dem Geld? Warte mal ganz kurz. Krieg ich das mit? Mach mal ein Wisdom Save. Krieg ich das mit? Ja. Eine 16 plus 1, 17. Okay, also du stellst die Frage, was machen sie mit dem Geld, ne? Ich werde es vernichten. Gummo, du warst noch nicht viel in Städten, okay? Eine wichtige Lektion in der Stadt, er ist verrückt. Sehr viele hier sind verrückt. Und man muss immer gucken, was man mit Verrückten macht. Ich denke, verrückt ist nur der, der auf eine sprechende Schnecke hört. Gut, ich denke, sie sind deutlich verrückter. Ich hab Geld. Dann lass ab davon, kleiner Bruder. Warum sollte ich? Geld ist mega. Geld beschwert nur die Seele. Nein, mir geht's super. Weißt du, was ich damit machen werde? Ich werde mir gleich Noten kaufen. Kennst du Noten, mein guter Freund? Ist mega. Die Damen der Nacht werden dich auch nicht glücklich machen können. Oh, ho, ho, mit dem Geld können sie mich glücklich machen, junger Freund. Und ich ziehe dich jetzt weg, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ihr unsere Kohle ausgibt. Ja, ihr lauft weiter. Ich bin für mich ist halt, ich absolut, bin komplett geflasht. Ich habe dich so ein bisschen jetzt wirklich auch mit meiner kleinen Schneckenhand an deinem Arm, dass ich dich nicht verliere. Ja. Weil ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass du überfordert bist von der Stadt. Ja, es sind sehr viele Geräusche auch hier normalerweise. Überall sind in Wägen, überall sind Händler. Ja. Also jetzt auch über Marktplatz laufen, sind überall Händlerstände, die Essen und alles Mögliche anbieten. Nice. Oh, wollen wir uns was Leckeres essen holen? Ja, sehr. Da hätte ich Lust drauf. Sehen wir so ein paar Sachen, die uns so ins Auge springen. Wir denken, oh, das sieht super lecker aus. Hat Langwitz so eine Spezialität? Nee, also das wisst ihr jetzt spontan nicht, aber weil da sind wirklich von allen möglichen Kulturen Stände. So. Ich hätte Lust auf richtig gutes Brot. Oh, ich auch! Okay, ja, es gibt auch einen Bäcker da, klar. Ja. Da würde ich gerne zum Bäcker gehen. Also jemand, der handelt mit Backwaren. Liegt der Bäcker auf dem Weg, weil ich meine... Ihr seid jetzt gerade, lauft ihr über den Marktplatz, weil die Garnison, heißt das die Garnison? Das Hauptstadtwachengebäude ist in der Nähe der Burg. Ich nehme jetzt mal einfach hier irgendein Gebäude. Ich habe es ehrlich gesagt vorher nicht festgelegt. Was ist denn hier groß? Ah, warum eigentlich nicht dieses hier? Genau. Ihr lauft darüber, genau. Ja, ihr seid auf dem Marktplatz jetzt gerade, wie gesagt, auf dem Weg dorthin. Markus führt euch halt, ne? Schnellen Schritt ist eigentlich auch, weil er ist eilig. Aber ihr bleibt offensichtlich immer wieder hängen. Und ja, es gibt einen Bäcker. Wie heißt der Bäcker? Le Crobac. Also die haben nicht unbedingt immer so Schilder und so. Ja, das ist einfach ein Marktstand. Aber das ist so, aber riecht man schon das Brot oder ist, ja warm, ist es noch warm? Ich gehe zu dem hin, am Stand, wer steht da? Da steht, jetzt muss ich mir ganz kurz sagen, da steht ein Gnom hinter der Auflage. Ja. Und er hat eine kleine weiße Schürze an und er ist so ganz ein bisschen rundlich und dick und hat so ein Backenbart und lilane Haare übrigens, Gnome haben oft und ungewöhnliche Haarfarben oder so pinke Haare und so hat so ein richtig freundliches, offenes Gesicht. Sehr gut. Hallo, mein Name ist Gnomo. Was ist Gnomo? Gnomo. Entschuldigung. Mein Name ist Gumo. Ja. Er dachte gerade so, du willst, hast du gerade Gnome gesagt? Okay. Ich heiße Gumo und Sie sind ja entzückend. Guck mal, wie süß er ist. Er ist ja total knuffig. Ist wirklich sehr knuffig. Mein Gott, er ist ja süßer als was, mein Gebäck. Was ist... Das ist ihm offensichtlich ein bisschen unangenehm gewesen. Was ist ihr beliebtestes Brot? Mein beliebtestes Brot
ist Gummus Bestes. Und er holt so ein Gnumus Bestes. Gnumus Bestes. Gnumus Bestes. Das wäre funny. Nein, das ist unser Weizentraum. Wir haben, Weizentraum. Der Weizentraum. Ein großartiger Name. Ja. Und er holt so ein schönes, schönen Laib Brot hervor, der offensichtlich aus Weizen gemacht ist, der auch so schöne Fugen drin hat und so richtig gut durchgebacken aussieht. Und können Sie mir sagen, was aus welchen Zutaten dieses Brot, weil ich habe noch nie Brot gemacht, was besteht Brot? Naja, aus Hefe und Weizen und Wasser und Liebe. Ich wollte sagen, wir machen auch ein Ei rein, aber ihr macht ein Ei rein? Ja. Das klingt aber schon lange nicht gehört. Mhm. Ehrlich gesagt, ich meine, so wie alle Brot machen. Ein bisschen Salz. Ich finde, das Brot sieht mega aus. Das Brot sieht wirklich mega aus. Sieht richtig gut aus. Wie viel wollen Sie für dieses Brot haben? Das kostet 2 Kupfer. Ach, das ist ein sehr guter Preis. Können wir, haben Sie vielleicht noch ein bisschen Butter, was die uns aufschneiden und Butter rein? Das könnt ihr hier nebenan von meinem Bruder kaufen. Und dann mein Gott, ist der süß! Der ist im Gegensatz zu seinem Bruder eher so ein dürrerer Gnom, der blaue Haare hat und ein bisschen ja so hager aussieht im Vergleich zu ihm, aber auch kräftig und auch hat auch so einen ähnlichen Gesichtszug wie sein anderer Bruder, sieht freundlich und offen aus und wie so ein richtiger gemütlicher Typ irgendwie. Nice. Auch. Ich zahle erstmal unser Brot, oder? Mhm. Bitteschön, guter Herr. Ich gebe ihm 2 fragen, Kupfer. Markus steht währenddessen da und ist so, okay. Ich wollte Sie noch fragen, was halten Sie von Barbaren? Ey, ich hab noch nie einen gesehen. Gut, dann gebe ich Ihnen ein Stück Silber und sage, wir Barbaren sind ein sehr gutes Volk, deswegen ist mein erstes. Jemand, du Barbar ist nicht dein Volk, ne? Das ist mehr wie ein Job, den du hast. Mhm. Genau. Du bist halt eher wahrscheinlich ein Mensch. Du hast einen Barbarenstamm, zu dem du gehörst, genau. Und der hat einen Namen. Genau. Hm. Das kannst du auch machen. Du kannst dir gerne einen Namen ausdenken. Wie bitte? Du kannst dir gerne einen Namen dafür ausdenken. Weißt du, du machst gerade eher sowas wie die Polizei, wenn die Polizei mal wieder jemand erschossen hat. Ja. Da gibt es immer so eine nette Polizeikampagne. Und das machst du mit Barbaren. Genau. Das ist es eher. Aber es ist einfach kein Volk. Das ist das, was Jonas meint. Ist eher dein Job. Ja, ich wollte Ihnen einfach, damit er ein gutes Bild von mir und Eindruck hat, noch ein Stück Silber geben und sagen, vergessen Sie nicht, dass Barbaren stets zu Ihren Diensten sind. Okay, vielen Dank. Das, ja, also wenn, das ist sehr, sehr, sehr liebenswürdig. Ich werde Ihr Brot sagen, dass Ihr Brot geschmeckt hat. Auch wenn es nicht geschmeckt hat. Du hast es noch nicht gegessen, aber okay, ja. Ich gehe zu seinem Bruder, ja. Guter Herr, erstmal, Sie sind schnuggelig. Punkt Nummer 2, könnte ich in dieses Laib Brot bitte 2-3 Messer richtig dick Butter reinkriegen? Können Sie mein Brot buttern, guter Herr? Ich kann euch einfach ein Stück Butter verkaufen, wenn ihr möchtet. Können Sie mein Brot buttern? Okay, er wirkt ein bisschen eingeschüchtert jetzt gerade, weil er hat noch nie einen Schneckel gesehen vielleicht, oder vielleicht schon, aber noch nicht. Guter Herr, ich habe nicht wirklich, meine Finger taugen nicht wirklich viel. Wenn Sie das Butter einfach da reinschmieren könnten, wäre mir sehr geholfen. Er guckt kurz seinen Bruder an und der nickt so und dann, ja, also er nimmt das Brot und schmiert das. Dankeschön. Was schuldet ihr denn? Das ist okay, das geht aufs Haus. Das geht aufs Haus? Ja. Mein Gott, diese Gnome sind ja schnuckelig. Nee, Glanwurz ist bis jetzt eine großartige Stadt. Ich liebe Glanwurz. Nee, du hast ihm gerade deinem Bruder gerade ein Silber gegeben. Ich zerreiß das in der Hälfte und drück dir deine Hälfte Brot. Sehr gut. Ich mache hier in die Hand. Minus 1 Silber auf jeden Fall. Gut, dann folgen wir dem wahrscheinlich insane genervten Markus. Ja, der wartet da die ganze Zeit und stapft so von einem Bein aufs andere. Brot und ist meine Schwäche. Oh, dieses Brot ist ein Traum, Gumo. Du bist nicht so der Carbs-Typ. Wir sind Carbs nach 13 Uhr und bis 18 Uhr. Und in den 5 Stunden liebt der Carbs. Ja, weil wir sind durch diese Weizenfelder gelaufen. Ey, das Brot ist ein Traum. Ja. Im Rest des Weges schwärme ich nur vom Brot. Das ist alles, was passiert. Habe ich auch gemerkt, dass es wesentlich dunkler wurde. Also aber von einer Sekunde auf die andere. Als ob sich irgendwas in Glanwurz. Also eine Erschütterung in der Macht. Genau. Sehr gut. Plötzlich ziehen Wolken auf über Glanwurz. Ist mir so egal, ich liebe mein Brot. Und mehr passiert auch nicht. Gut. Okay, das war unser Abstecher über den Marktplatz. Also verrückte Leute, die praisen. Es gibt Bäcker. Ein tolles Brot, du. Ja. Oh. Gibt es jemanden, der Töpfe macht? Ja, also es gibt auch jemanden, der Töpfe verkauft. Cool. Wollte ich nur wissen. Okay. Weil du hast ja nicht die Läden beschrieben, die da auf dem Markt sind. Wahrscheinlich sind alle Läden auf dem Markt. Ja, also dann sind wir 3 Folgen damit beschäftigt. Ja, das ist ein riesiger Marktplatz. So schön, wenn man. Ich auch. Okay, aber jetzt erstmal zur Pflicht.
Ja. Okay, ihr kommt an bei dem Hauptgebäude der Stadtwache. Es ist ein großes, gut in Schuss gehaltenes Gebäude mit einem großen Haupteingang. Darüber ist ein Schild, also ein echtes Schild. Nicht ein Schild, auf dem was steht einfach nur, sondern tatsächlich ein Schild. Ein Schild aus, aus was ist sowas? Aus Bronze von mir aus. Ich sag sofort zu ihm, wir werden versuchen, es zu klauen. Mit einer Keule und einem Schwert, die so dahinter gekreuzt sind. Das ist aber alles ein Stück. Also es ist offensichtlich gefertigt. Und darunter steht was in einer Sprache, die ihr nicht kennt. Echt nicht? Ja, sowas wie ein Motto. Wie ein heraldisches Motto. Okay. Ich frag Markus, wofür steht das? Pflicht? Er lacht kurz darüber. Nein, dort steht nicht Pflicht. Erstmal, dass Markus lacht, muss ich sagen. Da steht dem Volke gedient und geschützt. Ich nehme ein Stück von meinem Brot ab. Und dann gut, dann können wir jetzt einfach zu deiner Vorgesetzten oder müssen wir jetzt hier noch ein bisschen warten? Lass uns reingehen. Ihr geht rein. Hast du unseren Kopf? Ich habe den Kopf. Griffbereit? Ja, ich hoffe, nicht in einem Sack oder so. Ja, genau. Ich will nicht an seinen Schuppen. Nein, ich habe den Kopf in einem Sack. Ja. Okay. Den würde ich dann dir geben. Der suppt übrigens die ganze Zeit, noch zu deiner Information. Ne? Suppt? Ja. Ich habe ihn ausbluten lassen, den Kopf. Ja, aber da läuft immer noch so ein bisschen Restsuppe. Also der Sack ist auf jeden Fall rot gefärbt. Gut, ich hab jetzt unten den Sack. Ja? Gut. Okay, ihr kommt rein. Da ist erstmal so ein Pult. Ihr kennt es ja wie bei einer Polizeistation. Da ist am Anfang einfach mal so ein Frontdesk. Ich weiß jetzt gar nicht, was der deutsche Ausdruck ist. Warum weiß ich es nicht? Rezeption? Ja, es ist kein Hotel. Einfach ein großer Schreibtisch, der um die Ecke geht und halt geschlossen ist. Ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt. Das bringt mich um. Pult ist vielleicht gar nicht falsch. Ja. Ein großes, großes Pult, was so durch den halben Raum geht oder ein Tresen. Und dahinter steht ein etwas dicklicher Halborg, der eine Wachuniform trägt. Oh, der ist schon lange im Dienst, glaube ich. Der ist auch ein bisschen grau, ja. Ja, erkennt er Markus? Klar. Ja. Markus salutiert, er salutiert zurück. Gibt es ein Wort, Sprichwort bei dem, also so für Kort? Nö. Nee. Und das kommt ja auch nicht so vor, als wären die jetzt so wahnsinnig streng dabei. Es ist mehr so ein generelles. Ja, Höflichkeit, ja. Wir wissen schon Bescheid, ne? Und Markus tritt an den Tresen und sagt: Staff Sergeant, ich habe die beiden Individuen. Staff Sergeant? Ja. Ich hab die beiden Individuen, die Lady Forthright und der Rat haben wollte. Zum ersten Mal als Individuum bezeichnet. Ihr seht im Hintergrund erstmal eine Treppe, die runtergeht in den Keller. Ihr könntet vermuten, dass es da zu Zellen geht. Es gibt dort auch eine Bank, auf der sitzen ein paar Leute, die hauptsächlich so Säufer und sowas, die irgendwie da hingesetzt wurden und offensichtlich gerade noch nicht prozessiert sind in irgendeiner Form. Ja. Es gibt einen relativ weiten Raum dahinter, wo Wachen an Tischen sitzen und manche füllen Sachen aus, schreiben Sachen auf. Manche sitzen auch nur rum und essen und so weiter. Das ist eine trostlose Umgebung. Das macht Faruk sofort sad. Warum das denn? Das ist wirklich so, ein ganz normaler Wachenraum. Ja, aber da sitzen da die, weiß ich, das ist, die haben auch Fenster und alles. Ja, aber die müssen auch so viel schreiben und für nichts und wieder nichts. Okay. Faruk fühlt es gar nicht. Okay. Tut ihm irgendwie alles leid. Ja, okay. Der Staff Sergeant nickt einmal und sagt dann, wartet hier einen Moment. Und dann schickt er einen Jungen, kann man nicht anders sagen, der sieht irgendwie aus, als wäre 13 oder sowas, nach oben, die andere Treppe, die da ist, nach oben. Genau. Und jetzt wartet ihr da. Macht ihr da irgendwas? Och, nicht so wirklich. Ich guck die Säufer ein bisschen an und guck, ob mein Blick irgendeine Reaktion hervorbringt. Ja, die meisten Säufer sind entweder so im Halbschlaf an die Wand gelehnt oder einer sieht dich aber an. Erst guckt er nur durch die Gegend, dann guckt er dich einmal an, dann guckt er wieder weg, dann guckt er dich nochmal an und dann fängt er so an seinen Augen zu reiben. Und dann sagt er irgendwann so, Sergeant, es geht mir nicht gut. Ich sehe Dinge. Sergeant! Und der Staff Sergeant steht hinter dem Links, ist ja auch schon so genervt irgendwie, dieser riesige Ork. Und dann dreht sich um. Was ist denn, Colin?
Ich sehe eine Schnecke, eine riesige Schnecke. Ich glaube, bei mir war nichts irgendwie. Er sieht mich. Ich werde nie wieder irgendwas guter nehmen. Guter Herr, ich bin einfach nur Faruk. Guter Herr, machen Sie sich doch keine... an, mit mir zu reden. Guter Herr, machen Sie sich doch jetzt nicht so bitte eine Sorge. Bitte helfen Sie mir. Ach, jetzt mache ich ihm Angst. Ne? Ja. Wollen wir uns einen Spaß daraus machen? Okay, er schreckt auf und versucht wegzurennen. Ja. Ja, Markus muss ihn aufhalten. Also anders geht's nicht. Er muss ihn auffangen praktisch. So. Gumu, scheiß mal auf das Haus in Falcon's Hollow. Ey, lass uns hier niederlassen. Ja. Ich find's hier super. Er wirft euch in ein bisschen, dir gerade einen etwas genervten Blick zu, nach dem Motto, musste das jetzt sein? Und dann es war ein Witz. Bringt er den wieder zu der Bank und kettet ihn da an so eins von so einem, es gibt so Metallöhren, wo man ja so die Kette anmachen kann. Wo ist denn die Lady? Die ist oben. Warum kommt sie nicht runter? Ja, locker müssen wir hoch. Euch ist schon klar, dass die Kommandeurin die gesamte Stadtwache koordiniert. Das muss sie von oben? Der Staff Sergeant guckt Markus an. Gebäude, ich verstehe aber. Er kennt nur Höhlen, er kennt Gebäude nicht. Er meint es nicht böse, er versteht das Konzept von Gebäuden noch nicht so ganz. Okay, er guckt Markus nochmal an, 2:15. Und Markus guckt ihn an. Manchmal. Er ist kein 2:15. Und wenn ich nur einmal höre, dass Sie über meinen guten Freund als 2:15er reden, dann bin ich aber auch schneller wieder weg, als Sie gucken können. Das verbitte ich mir. So, ich möchte da hochlaufen. Ich möchte jetzt, dass Sie sich bitte entschuldigen, dass Sie meinen Freund einen 2:15er genannt haben. 2:15 ist die Uhrzeit. ist es nicht. Ja, aber hast du eine Uhr? Nee, aber es ging nicht um die Uhrzeit. Man hätte auf ihn gezeigt. Mach einen Inside-Check. Er hat in die Richtung geguckt. Er hat nicht gezeigt. Okay, ich habe eine 17 plus 2, ich habe eine 19. Okay, du hast den Eindruck, dass es sich um einen Code handelt, den die verwenden für irgendeine Art von Person. Gut, und ich möchte, dass sich dieser dicklige Ork bei meinem Freund jetzt entschuldigt, dass er ihn blöd genannt hat. Ja, das weißt du nicht, ob das... Ich bin mir relativ sicher. Ich kann damit nicht umgehen, wenn jemand frech zu Gumo ist. Das akzeptiere ich auch nicht von dem... Okay, also was sagst du genau? Das verbitte ich mir. Mein Freund ist kein 2:15er und Sie entschuldigen sich jetzt bitte bei ihm, dass ich ihn einen 2:15er genannt habe. Wissen Sie denn, was das bedeutet? Na, was Nettes wird es nicht gewesen sein, wenn ich Ihre Augen gesehen habe. 2:15 steht für Abenteurer. Dann hätte ich jetzt bitte gerne einmal ein Schriftstück, wo das drinsteht. Das ist mehr ein inoffizieller Code. Das ist mehr ein inoffizieller Code. Können wir jetzt endlich zu der Frau? Ja. Wir sind lange gereist. Wir hatten wahnsinnig viele Gefahren. Der Junge kommt gleich. Und der bringt sie dann nach oben. Gut. Mir ist öde! Colin starrt dich immer noch an. Sie sind halb Ork, was ist die andere Hälfte? Halb Pflicht. Er ist halb Ork, halb Pflicht. Ich bin ein Barbar, ich habe keine Ahnung, wie man du weißt, was ein Halborg ist. Aber Halborgs kommen bei Barbaren deutlich öfter vor als in der Zivilisation. Okay. Ja. Und ist das immer Mensch-Ork? Ja. Okay. Das ist tatsächlich deswegen, weil Orkstämme und Barbarenstämme sich so viel gemeinsam haben, kulturell sozusagen, dass es da am ehesten mal vorkommt, dass da gepaart wird. Ich würde den Sergeant gern fragen, was sein Traum ist. Er schreibt gerade und du kommst so an und sagst das. Ne? Ja, wie heißt er denn? Der Staff Sergeant? Ja, hat Markus jemals seinen Namen wirklich gesagt? Oder nennt ihn immer Staff Sergeant? Er hat ihn einfach immer nur Sergeant oder Sarge oder sowas genannt. Okay, Sergeant. Entschuldigen Sie die Frage, aber wenn ich Sie hier gerade bei Ihrer Arbeit sehe, drängt sich mir natürlich sofort die Frage auf, was ist denn Ihr Traum? Ich glaube, der Mensch muss träumen oder der Halbmensch, der Halborg muss träumen. Und was ist Ihr Traum? Ich glaube, Sie wurden noch lange nicht mehr nach Ihrem Traum gefragt. Er starrt einfach einen Moment dich an und dann kratzt er sich am Kopf. Ach, Träume sind was für Leute, die sich Träume leisten können. Da läuft zu Hause nicht, ne? Wow, das war ein starker Satz. Oh, das tut mir gerade mega leid. Das tut mir mega leid. Du weißt, dass es nicht immer einfach ist für Halborgs. Okay, also auch sehr so, okay. Also so auch gesellschaftlich. Also insofern ist die Position als Sergeant in der Stadtwache wahrscheinlich eine ganz gute Schritt nach oben für ihn. Gut, das konnte mein Charakter oder ich zumindest nicht einschätzen. Staff Sergeant, sind Sie hier groß geworden in Glanwood? Ja, ich bin hier born and raised. Adoptiert worden, sagen wir es so. Oh, von einer Zwergenfrau? Nein. Sie haben schon viele Helden kommen und gehen sehen, habe ich recht?
Ja, ich habe viele Abenteurer kommen und gehen sehen. Was sind denn, gibt es denn einige Abenteurer, die rausgestochen sind? Ja, ist Ihnen jemand im Gedächtnis geblieben? Naja, also es gab natürlich Shoran, wie er jetzt heißt, Shoran Knochenbrecher. Shoran war früher Abenteurer. Er kam hierher, ja, er war ein bekannter Abenteurer. Damals hieß er noch Shoran der Edle. Wow, die Geschichte von Shoran interessiert mich wirklich. Also, jetzt muss ich auch gerade sagen, ich will gerne mit Shoran reden. Da muss ja was passieren. Ich frage mich, was Shoran dazu getrieben hat, so ein Wahnsinniger zu werden. Das frage ich mich auch. Was ist da wohl schiefgelaufen irgendwann? Hatte keiner weiß, dass eines Tages, ja, tauchten immer mehr unschuldige Menschen schwer verkrüppelt und zu Tode gefoltert auf. Welcher Rasse gehört Shoran an? Oder Spezies, Entschuldigung? Ich weiß Volk. Nicht. Volk? Ja, Spezies vielleicht gar nicht. Pff, ja. Jetzt habe ich wieder das Ding gesehen. Er ist ein Mensch. Okay. Interessant, wurde Shoran mal auch so psychologisch oder magisch untersucht? Nicht, dass er besessen ist oder von einem Fluch oder so. Das also ist ja schon ein krasser Wandel. Psychologie gibt es in dem Sinne. Also Psychologie ist in dem Universum eigentlich ein Quacksalbertum. Ja, weil es ist nicht entwickelt. Ja. Ja, also nein, wir haben ihn festgenommen, er redet nicht und er wartet im Kerker auf sein Urteil. Das ist das Problem mit den Leuten hier, Gummo. Und das macht dich, du glaubst an Resozialisierung und hier wird nur weggesperrt. Der wird auch nicht geguckt, der wird nicht zugehört, der wird nicht untersucht. Aber weg mit dem und tot ist er. Steph? Naja, wir haben ihn dabei erwischt, wie er jemanden zu Tode gefoltert hat. Ja, das sieht nicht gut aus im ersten Moment. Steph Sergeant? Ich will jetzt auch mal langsam zu der rein. Ja, ihr redet mit der Junge ist schon längst wieder da und steht neben euch. Ihr seid diejenigen, die da rumlabert. Ja, ja. Das tut mir leid. Er traut sich nicht, was zu sagen. Ach Mensch. Gut, wie heißt der Junge? Fried. Hi, Fried. Ja. Fried, freut mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch. Sehr gut, Fried. Bringen wir uns nach oben. Sehr gut, Fried. Ich mag dich. Gib Fried sofort ein Silber. Ein Silber? Ein Silber. Aber er kann seinen Augen nicht trauen. Das ist aber okay. Fried ist jung, der muss locker. Nimm's wieder weg. Einfach damit er darf sich nicht zu sehr an die. Nimmst du ihm das wirklich weg? Ja, muss ich erst. Also, ihr seht die Begeisterung in seinem Gesicht und du nimmst es weg und ihr seht richtig, wie er fast den Tränen nahe ist. Okay, weil es ist dann so, leg ich ihm zwei rein. Nimmst du sie auch weg? Er macht sofort die Hände zu und hält die so bei sich. Okay. Vielen Dank. Gerne, Fried. Gerne, Fried. Ihr seid ungewöhnlich. Brot, du kannst für Brot ausgeben, sehr gutes Brot. sehr gutes Brot. Folgt mir und er rennt die Treppe hoch. Okay. Markus kommt natürlich mit. Ja, Markus. Geht Markus vor oder hinter uns? Nee, Mann, vor uns. Ne? Das kommt drauf an, wie schnell ihr. Ich ziehe meinen Kerzenständer. Einfach nur, um den zu präsentieren. Das ist mein Markenzeichen. Okay. Immer wenn ich will, die Leute müssen sich. Markus, also ihr solltet hier vielleicht keine Waffen ziehen. Ich mache ja nur das Licht an. Erstrahlt in gleißendem Licht. Ich will mit dem Bang reinkommen. Alle Wachen drehen sich um. Wir haben einige erheben sich, weil sie denken, irgendwas ist passiert und haben die Hände an den Waffen. Wir haben Rakons Kopf, wir haben den strahlenden Kerzenständer. Haben wir Sonnenbrillen? Ja. Ich glaube, wir brauchen Sonnenbrillen. Es ist wirklich, also in einem so engen Gebäude im Endeffekt. Es ist ja auch kein Riesen, es ist schon riesig, aber es ist jetzt nicht so groß. Du hast unsere Entry-Text mit Sonnenlicht im Kopf, und allem drin. Okay. Ist es halt wirklich unglaublich hell gerade. Also die Tür geht auf. Ich bin selber so, ihr habt so Scheinwerfer angeschaltet gerade. Ja. Okay, wenn ihr das nicht. Markus, ich finde, du solltest uns reinlassen und uns vorstellen. Ja, er knallt auch die Augen zu. Warum habt ihr das Licht an? Ich weiß es nicht, wenn er sagt, ich soll Licht machen, schnipsen. Weil wir das Licht für diese Stadt sind. Danke, das ist ein gutes Gleichnis. Okay. Hebt ihr das auf? Könnt ihr das bitte wieder ausmachen? Ja. Okay. Aber dann gehen wir jetzt ohne. Ich sehe nichts mehr. Okay. Ich bin blind. Ich hab's unterschätzt. Der Junge, der übrigens jetzt auch sich die Augen so reibt und versucht zu sehen. Oh mein Gott, war das hell. Hilfe. Führt euch zum Ende des Ganges dort oben. Mhm. Und klopft an die Tür. Ihr hört von drin herein. Und die Tür geht auf, also er macht die Tür auf für euch, ne? Hält die auch offen, damit ihr reinkommen könnt. Drinnen ist ein schönes, luftiges Büro. Also es ist ein schöner, geräumiger Raum mit einem sehr großen Sekretär in der Mitte, also so einem riesigen Schreibtisch aus edlem Holz, der auch gut gefertigt ist. Und dahinter sitzt eine Dragonborn-Dame, die blau ist komplett. Also ihre Farbe ist blau. Mhm. Und die relativ gute, edle Rüstung trägt. An der Wand hängt ein Schwert und ein Schild. Und es ist auch, habe ich gesagt, die trägt eine Rüstung? Nee, sie trägt Kleidung. Und dann ist da noch so eine, wie so eine Mannequin-Figur, auf der die Rüstung dran ist. Und sieht die Rüstung, die da steht, gut aus? Ja, sehr.
Sehr gut. Das ist eine sehr, also es ist eine Rüstung, die nicht nur für Paraden ist, offensichtlich, sondern da sind auch Kratzer drauf und so. Aber die ist in extrem gutem Zustand, die ist poliert, die ist ordentlich. Nice. Und ja, da steht natürlich noch ein Regal mit Büchern da und noch ein Schrank. Und in der Ecke steht tatsächlich so eine Pritsche. Ah, um da zu pennen? Ja. Krass, die Frau liebt zu arbeiten. Genau. Dann sind da noch Stühle vor dem Schreibtisch, zwei Stück in dem Fall. Hm. Und ja, das ist es. Die Frau legt gerade noch so ihre, also die Dragonborn legt da gerade noch so ein paar Dokumente zur Seite und schaut euch freundlich an. Kommt rein. Gerne. Vielen Dank. Entschuldigung, kommt rein. Nee, kommt rein. Christian, oh, das wird schwer. Kommt rein. Okay. Dann vielen Dank. Unser guter Freund Markus, der bleibt jetzt hier mit drin, nehme ich doch mal ganz schwer an, oder? Oder werden wir gleich über Sachen reden? Ist mir wichtig, dass Markus... Ja, also sie, das sagst du jetzt alles, ne? Genau. Kennst du die Markus, kennst du auch die unteren... Naja, sie sagt jetzt, Constable Guniel, bitte stehen Sie hier. So hat sie Markus genannt. Ja. Und ich war so, der heißt Markus. Das ist sein Vorname. Ah, natürlich, Regeln. Gut, dann nehmen wir beide doch Platz. Freut mich, Faruk Eisenbusen, das ist mein guter Freund und laufender Bizeps, Gumo. Ich spanne den Bizeps an. Und ich drücke. Und ich so, fest, extrem fest. Der ist wirklich fest. Okay, mach mal einen Perception-Check. Okay. 13, darf 13. ich auch Performance, wie dick mein Bizeps ist? Nee, mach mal Perception. Ich habe insgesamt eine 15. Mach mal Perception. Eine 9. Okay. Du meinst aus dem Augenwinkel zu sehen, dass Markus zu ihr sagt. Also er scheint die Worte 2.15 zu formen, aber du bist dir nicht sicher. Okay. Könnte auch was anderes sein. Okay. Es ist so, er steht so schräg hinter dir. Er versucht uns gerade eher zu schützen, indem er uns als 2.15er ausgibt. Ja. Alter, die muss ich auch denken. So, warte mal, wir haben 8 Tage auf die gewartet? Wirklich? Was war jetzt die letzte Frage? Du hast gefragt, ob er auch da... Na, genau, 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 weil ich wollte einfach nur... Ich wusste jetzt nicht, wie intensiv das wird, worüber wir reden. Constable Guniel, erstatten Sie Bericht. Und Markus erzählt, was passiert ist. Er fasst das ganz gut zusammen. Er erklärt auch, dass ihr den Schwarzen Rott besiegt habt oder geheilt habt. Und die ganzen Vorkommnisse auf dem Weg zurück. Es ist eine relativ gekürzte Fassung, wo nur die wichtigsten Sachen erwähnt werden. Erwähnt er, dass er Lugor besiegt hat? Nein. Sonst muss ich das gleich tun. Wenn wir das nicht hören, möchte ich, dass du das jetzt sagst. Ja. Genau. Nee, er drückt es recht neutral aus und er redet relativ wenig, also er erwähnt sich fast gar nicht selbst dabei, natürlich, sondern er berichtet einfach nur, was ihr gemacht habt, dass ihr Rakon Blutfaust zur Strecke gebracht habt. Während er das sagt, präsentiere ich den Kopf. Einfach nur, um dem noch ein bisschen mehr Inhalt zu geben. Genau. Vielleicht waren die früher mal zusammen, das wäre jetzt ein richtiger Bummer. That's racist. Wieso denn? Nur weil sie Dragonborn sind? Nein, weil sie beide in der Armee sind und er ist ein ehemaliger Abtrünniger, ehemaliger Offizier. Okay. Ja. Okay. Sagst du das? Vielleicht war. Du hast einfach nur so gesagt. Okay. Nee, ich hab's einfach nur gedacht. Ja. Sie hört aufmerksam zu und macht sich ein paar Notizen. Und sagt dann zu Markus halt. Vielen Dank, Constable Guniel. Sie können jetzt nach unten gehen und Ihren Bericht verfassen. Bevor also. Dieser kleine Held nach unten geht und Zeichen auf Blätter schreibt, möchte ich kurz sagen, dass dieser Mann, er ist wirklich in diesen 8 Tagen zu einem Mann geworden, muss man dazu sagen. Ja, weil er ist ja wieder sehr höflich und erwähnt sich selber er hat, in der Geschichte. Ohne ihn wären wir nicht lebend hier. So weit würde ich nicht gehen. Sie guckt immer so zwischen euch hin und her, weil eure Stühle sind auch so leicht auseinander. Aber wir haben, wie Sie von Markus gehört haben, haben wir gegen einen untoten Oger gekämpft. Und diesen Oger hat er mit seinen eigenen 2 Händen getötet. Und das stimmt wirklich. Und mit der Kraft. Er hat einen untoten Oger besiegt. Er hat einen untoten Oger mit, besiegt. Der Kraft, mit der Kraft von Krog, den Schuh. Der Hose. Mit der Kraft von Kort, bitte lästert nicht über Kort. Hat er Mut und Kraft bewiesen und das möchte ich nochmal betonen. Ja. Das würde ich auch gerne gesagt wissen. Vielen Dank, ich nehme es zur Kenntnis. Sehr schön. Mert, kann man da auch natürlich. Sie schreibt tatsächlich was auf. Okay, sehr gut. Das ist schön, das freut mich. Sehr gut. Gut. Sehen wir seine Reaktion vom. Wie ist Markus? Er ist schon rausgeschickt. Also, sie hat ihn halt dismissed. Und er diskutiert auch nicht, er ist einmal weg dann sofort. Nein, er ist ein Constable, das ist der niedrigste Rang, den es gibt. Ah, ich wusste nicht, aber, das ist wirklich der niedrigste Rang, den man haben Frau General, das wird ein ganz großer.
Das wird ein ganz großer Frau hier. General, ist gut. Was ist denn überhaupt Ihr Rang? Ich bin Kommandeurin der Stadtwache. Kommandeurin der Stadtwache. Sie haben einen Guten da. Sie haben einen wirklich Guten. Der ist also durch und durch wirklich für die Stadt und für Glanwood, für die Gerechtigkeit. Bisschen auf den, langweilig. Auf den, ich weiß nicht, ob sich für eine Führungsposition eignet, wenn man so wenig. Auf den kann man aufbauen. Auf den kann man aufbauen. Einer der Säulen von Glanwood. Später wird man Lieder über diesen Helden schreiben. Ja, das werden keine spannenden Lieder sein. Es wird viel um Bürokratie gehen in diesen Liedern. Sehr viele A-B-B-A-Reihen. Okay, ich bin. Das freut mich wirklich zu hören. Ja, ich habe ein gutes Gefühl bei ihm gehabt, deswegen habe ich ihn auch ursprünglich mit auf diese Mission geschickt. Sehr gut. Ja, und das sind wir, Farhud und Gumo, das haben wir gemacht. Jetzt wissen Sie einiges über uns und jetzt ist es vielleicht an der Zeit, dass Sie an uns Informationen. Oder haben Sie noch Fragen zu uns? Gut, das Erste vielleicht zuerst. Sie haben Rakon Blutfaust zur Strecke gebracht. Ja. Aktuell steht auf Rakon Blutfausts Haupt ein Kopfgeld von 500 Goldstücken. 500? Das ist natürlich nicht das verkehrt. Der Kampf war echt nicht einfach. Kannten Sie Rakon? Das würde mich auch interessieren. Ich weiß, wer er ist, Aber keine persönliche Frage. Nein. Okay. Okay, ich dachte nur, weil ehemaliger Abtrünniger der Armee, man hat ja auch schon einiges von ihm gehört, ich dachte, läuft man sich vielleicht mal über den Weg. Ja, ich kenne Rakon aus meiner Armeezeit, aber nicht persönlich. Okay. Nur den Gerüchten nach und vielleicht habe ich ihn mal hier und da gesehen. Gute Dame, kriegen wir die 500 Gold jetzt hier bei Ihnen oder müssen wir die noch irgendwo Die 500 Gold könnt ihr euch unten beim Schatzmeister abholen. Ich gebe euch hier den Freibrief. Und sie gibt euch ein Dokument, sie schreibt da den Betrag rein und so unterschreibt. Dankeschön. Das macht da so ein Wachsiegel drauf. Schreibst du unseren Namen auch rauf für Gummo und Farum Eismittel? Ja. Und ich schiebe, wollen Sie den Kopf? Sollen wir den wegwerfen? Den können Sie auch unten beim Schatzmeister lassen. Gut, dann mache ich das auch. Gut, ich meine, jetzt, wo wir das geklärt haben, können wir ja zu dem eigentlichen Grund kommen, warum wir überhaupt nach Glanwood aufgebrochen sind. Das ist ja deutlich interessanter. Ich weiß nicht, wie viel Sie schon erfahren haben, aber in unserer Stadt verschwinden zunehmend Leute. Mhm. Das zumindest wissen wir. Ich muss mal zwischen Sie und euch wechseln. Ja, wahrscheinlich würde sie bei Sie bleiben, oder? Nee, sie würde euchen. Ja, wirklich? Na, euch ist ja nicht persönlich. Ja, stimmt. Duzen gab es damals schon. Oder Ihnen. Ich würde Ihnen. Ich würde euch bitten, niemandem in der Stadt erstmal etwas darüber zu sagen. Wir versuchen eine Panik zu vermeiden, aber nach unserer letzten Zählung sind vermutlich bisher 28 Personen verschwunden. 28. Es ist nicht ganz klar, manchmal verschwinden in einer großen Stadt Leute, aber es 28. ist recht nah beieinander und sie verschwinden immer bei Nacht. Und es sind oft Leute, von denen man nicht erwarten würde, dass sie einen Grund haben zu haben verschwinden. Haben Sie Angst vor einer Massenpanik, dass die Stadt komplett, Ich habe eher Angst vor Schuldzuweisung, vor Mobs, vor Unruhe. Aber gute Dame, ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber auf der Straße wird schon geredet. Ja. Also ich weiß nicht. Tiere werden gespekuliert. Ja. Wir haben schon. Ja, wir haben schon es wird Drachen. Nur noch schlimmer, umso mehr es bestätigt wird. Nee, das ist natürlich klar. Uns ist schon klar. Was ist denn Ihre Vermutung, weshalb das ist? Haben Sie da. Auf welchem Stand der Dinge sind Sie? Denn wir haben. Nein, das teilen wir nicht mit ihr. Ja? Sag ich auf Character jetzt. Aber er hat schon so weit geredet. Du musst dann jetzt auch als Charakter einschreiben. Gut, dann ich habe gesagt, wir haben. Das sehr so. Viel Spaß an Abenteuern. Ich habe nicht gesagt, wir haben jemanden verhört. Okay, mach mal einen Deception-Check. Ich will dir das nicht erzählen. Ich weiß da noch gar nichts über die. Warum soll ich Infos mit dir teilen? 16. Soll ich auch noch mal? Sie scheint das gefressen zu haben, weil sie nicht weiter darauf eingeht. Okay. Na gut, dann. Ich habe bisher zwei Inquisitoren. Inquisitoren. Hätte ich gedacht. Ja, war mein Fehler, nicht ihrer. Zwei Inquisitoren verloren, die der Sache nachgegangen sind. Okay. Das waren zwei unserer besten Männer. Spezialisten in der Aufklärung von Mordfällen, Veteranen in ihrem Geschäft. Beide verschwunden, beide bei Nacht, beide bei dem Versuch, Spuren nachzugehen. Okay. Es passiert nur bei Nacht, richtig? Bisher passiert es nur bei Nacht. Aber, um Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, was sollen wir jetzt tun? Wie geht's für uns weiter? Kriegen wir weiterführende Instruktionen, weil auch ohne Ihnen erneut nicht zu nahe treten zu wollen. Aber das sind mehr oder minder alles Informationen, die ich bereits aus seinem Brief hatte. Da ist jetzt nicht sehr viel Neues dabei. Nichts, was uns groß hilft gerade. Wir wissen, dass alle Leute, die bisher entführt wurden, mit wenigen Ausnahmen, in der einen oder anderen Form kleinere Stützen der Gesellschaft waren im Großen und Ganzen. Leute, die in der Nachbarschaft oder auch in größeren Zusammenhängen organisatorische
Aufgaben hatten, die die Arbeiterrechte vertreten haben, die Händler waren. Leute mit keiner aus der Obrigkeit bisher, denn die treiben sich auch nachts nicht auf der Straße rum. Ja. Aber bis hin zu einer soliden Mittelschicht sind sehr viele Leute entführt worden und auch die eine oder andere Figur aus dem organisierten Verbrechen ist verschwunden. Okay, aber alles so, nennen wir es jetzt mal freundlich, die mittlere Ebene. Bisher war es nur die mittlere Ebene. Durch in allen Bezirken oder besonders in einem, Frage, in einem Ort? In allen Bezirken, außer in Runenkenny. Echt? Genau in Runenkenny nicht? Ja. Das ist interessant. Weil dort sind ja schäbige Hütten, warum nicht von dort? Sollte man meinen, dass es da eigentlich am einfachsten wäre. Ich glaube, Sie haben Ihre Frage gerade selbst beantwortet. Das heißt, das Problem kommt aus der Stadt, nicht von draußen. Naja, Runenkenny zählt ja im erweiterten Sinne, ist ja eher draußen. Runenkenny hat keine Persönlichkeiten von Interesse. Ja, vielleicht auch. Achso, okay. Vielleicht auch wirklich waren sympathische Leute, haben gewunken. Die mocht ihr eigentlich auch. Tatsächlich haben Leute auf den Boden gespuckt in Runenkenny, als ihr vorbeigekommen seid. Und generell. Ich mochte die tolle Leute. Gab es eine Menge lümmelhaftes Verhalten und, lümmelhaftes Verhalten und dumme Kommentare, als eine Schnecke hätt auf einem Wagen. Hätte ich das gewusst, hätte ich da richtig reingeschäddert, du. Richtig in die Menge geschäddert hätte ich. Wann steht das nächste Fest an? Gute Frage. Bisher haben wir keine größeren Feste angesagt. Sagen Sie mal, gute Frau. Ach nein, Entschuldigung. Die Erntedank, also da gibt es auch mal. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Das nächste Fest ist tatsächlich in 2 Wochen. Entschuldigung, mein Fehler. Das war jetzt mein Game Master. Gibt es da sowas wie eine Kirmes? Also sowas wie Spielstände. Es gibt ein großes Stadtfest. Ja, mit allem drum und dran, natürlich. Das will ich unbedingt mitnehmen. Und das ist. Kann man auch wieder ein bisschen. Ey, da ist es. Frau General, ich werde bis zum Stadtfest. Es ist das Sternenfest. Bis zum Sternenfest sind Sie hier, ist das hier erledigt. Ich meine, ich würde es begrüßen, wenn es so wäre. Ja, sagen Sie mal. Ich bin immer recht positiv. Und I know, das ist aber schon sehr mutig. Ich hoffe, wir schaffen das in 2 Wochen. Schaffen wir. Aber ich habe so das Gefühl, dass das jetzt und noch nicht. Und stell dir mal vor, was das für ein Sternfest wird. Ich würde ehrlich wie werden gesagt, die Sterne des Sternfests sein? Ich würde ehrlich gesagt gerne nochmal, wenn das irgendwie möglich wäre, das muss natürlich auch nicht heute sein, ja. Aber falls die 6 Magistrate und Morvo Ansling, ihr Patrice, wie er heißt, glaube ich. Ihr Patrice. Ich würde gerne mit ihrem Patrice und den Stadträten nochmal reden, weil ich einfach glaube, dass hier elementare Informationen einfach nicht so ganz an uns weiterkommen. Und das Problem ist, dass wir selbst kaum Informationen haben. Das heißt, bisher hat noch nie jemand einen dieser Entführungsversuche gesehen. Ich werfe ihm einen Blick zu. Auch das ist übrigens erstaunlich. Es ist fast unmöglich in so einer Stadt. Ich finde Paukes Augen sehr schön. Sorry. Das ist jetzt für mich gerade sehr, sehr schwierig. Ja. Also ich sage nichts, also ich weiß ja, dass wir wirklich jemanden gesehen haben, der das verhört hat. Also sage ich jetzt nicht laut, aber ich weiß. Der ist mit, also der ein Zeuge war. Mein Ding ist gerade einfach, ich sehe keinen Mehrwert darin, das mit ihr zu teilen. Warum? Was bringt mir das? Ich möchte noch eine Frage stellen. Frau General, gibt es jemanden. Kommandeure. Ich möchte Sie Frau General nennen. Okay. Frau General, gibt es jemanden, der. Glauben Sie, jemand hat. Sowas wie eine. Gibt es jemanden, mit dem sich Glanwood angefeindet hat? Hat jemand Grund dazu, das zu tun? Wir haben sicherlich immer unsere Schwierigkeiten mit anderen Stadtstaaten und Mächten. Mhm. Aber bisher konnten wir eigentlich alles über Verträge und Handel lösen. Mhm. Glanwood hat keine wirklichen Feinde aktuell. Das ist interessant. Das heißt, sie haben uns herbestellt. Aber sie können nichts weiter sagen, wie wir das. Das ist ja unser Problem. Wenn wir die Lösung hätten, bräuchten wir niemanden von außerhalb. Okay, was? Glauben Sie, das steht irgendwie im Zusammenhang damit, also ich meine, das ist eine sehr, sehr vage These, dass Sie vor nicht allzu langer Zeit Shoran Knochenbrecher in den Kerker geworfen haben und jetzt jemand auf eine ganz krude Art und Weise versucht, seine Freiheit zu, nennen wir es mal, erpressen? Bisher haben wir keine Art von Forderung erhalten. Die okay, Verschwundenen bleiben verschwunden, jo. Es tauchen keine Leichen auf, okay. Es gibt keine Hinweise darauf, was mit diesen Personen passiert ist, sie verschwinden einfach nur.
bei aller Liebe, wenn das niemand gesehen hat, ja, so in 28 Fällen, dann muss man doch inzwischen auch davon ausgehen, dass diese Entführungen vielleicht auch eine übernatürliche Komponente enthalten. Und diese Stadt wimmelt von Magiern. Und haben die vielleicht Thesen dazu? Sie wimmelt nicht von Magiern, aber wir haben natürlich die Gelehrtengilde. Aber und die müsst doch eine These dazu haben. Was hat die Gelehrtengilde dazu gesagt? Das würde mich auch interessieren. Die sicherlich auch dazu. Die Gelehrtengilde sagt, dass es möglich ist, aber es gibt keine Anhaltspunkte dafür. Gar nichts. Würden die Tatorte vielleicht mal magisch untersucht? Das Problem ist, dass wir oft nicht mal wissen, wo die Entführung stattfand. Es gibt ja keine Spuren, es gab keine Augenzeugen, es gibt keine... Niemand schreit um Hilfe, nichts passiert, die sind einfach weg, wie vom Erdboden verschluckt. Oh, guck mal, ich habe echt keine Lust. Deine Köderidee mit dir selber gefällt mir immer weniger, wenn ich das höre. Echt? Mir gefällt sie immer mehr. Weil ich habe Angst, dich zu verlieren, ey. Was denn, wenn du dann einfach weg bist? Was mach ich denn dann? Soll ich mit Markus losziehen oder was? Dann müsst ihr mich aus... aus der Hölle befreien? Ich weiß nicht. Wir wissen ja nicht mal, wo die sind. Vielleicht gibt es eine Art Zauber, der mich immer mit dir, der meine Sicht mit dir teilen kann. Vielleicht kann, also ich finde, irgendwas muss uns verbinden, damit, wenn ich wegkomme, dass ich das immer Punkt. Wieder... Sagen Sie mal, Frau General. Kommandeurin, ja. Kommandeurin, Frau General. glauben Sie, wenn wir uns beide nochmal vielleicht mit einem netten Schriftstück von Ihnen mit der Magiergilde auseinandersetzen würden, dass von deren Seite auch vielleicht die ein oder andere Hilfe uns zugestellt wird? Ich hab folgende Idee. Ich halte die Idee für von einer... Wir müssen ja erstmal rausfinden, was diese Wesen sind, was die Menschen... Wie ist das Wort dafür? Abschleppt. Man, ich entführt? Will, entführt. Das heißt... Sie müssen ihn entschuldigen. Ich nehme das Wort G gelernt. Meint ihr mit Wesen? Mit Wesen? Naja, irgendwie, wir wissen es nicht, ob es ein Mensch ist, wir wissen es nicht, ob es ein Goblin ist, wir wissen nicht, irgendein Wesen muss es ja tun. Kein Goblin könnte so subtil vorgehen. Wir haben schon gegen einige Goblins gekämpft. Und die waren ziemlich subtil. Wendiger, als man denkt. Ihr verwechselt die gerade mit Kobolden, aber ja. Okay. Wir folgender Plan. Ob mit mir als Köder oder nicht, ist noch nicht entschieden, aber wir machen folgendes. Nehmen wir uns einen Ort in Glenwood. Meinetwegen den Marktplatz oder eine Ecke, eine dunkle Gasse beim Marktplatz. Wir platzieren mich als Köder. Ich pfeife dort, versuche unschuldig zu wirken. Also so. Wir nehmen 4 Magier, platzieren sie strategisch in einem Viereck. Ich muss euch da schon unterbrechen. Ihr werdet die Magier nicht dazu bekommen. Wieso? Die Magier sind doch dazu da. Das ist, was Magier machen. Naja, Magier lesen auch viel. Aber ich möchte erstmal ganz kurz meinen Plan zu Ende führen. Sie hat schon Nein gesagt. Aber einfach für mich, vielleicht kannst du diesen Zauber lernen. Ja, dann müssten wir aber zu den Magiern. So, wenn diese Person mich angreift, dann wird ein Kegel kreiert von diesen Magiern. Haben Sie Naruto geguckt? ich möchte mich nochmal entschuldigen. Er hat wirklich vor zwei Tagen... Was ist denn Naruto? Vor zwei Tagen... Ist ein Monster? Er hat das den Buchstaben G erst vor kurzem gelernt. Und dann wird alles, was in diesem Kegel ist, oder vielleicht magisches leid. Salz auf den Boden werfen, damit ja, man da... Er glaubt, dass magische Salz funktioniert. Sie guckt wieder immer wieder von euch hin und her und so. Krakons Kopf, Augen grollen so. auf den Boden. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, es ist keine schlechte Idee. Aber gut, da müssen wir... Versteht ihr, was für Ressourcen damit verbunden sind? Naja, sie haben aber auch wir müssen 28 Leute verloren. Jakobim ja, in einer Stadt von mittlerweile 6.500. Naja, wenn es jetzt nicht so ernst wäre, hätten sie Falcons Hollow auch keinen Brief geschickt. Dann wären wir jetzt auch nicht hier. Also, das ist jetzt auch ein bisschen Schöngerede gerade, ne? Also, mir ist bewusst, wie ernst die Situation ist. Sie müssen verstehen, dass das Ganze auch politisch ist. Das ist mir schon klar. Deswegen war ja meine Frage, ob politisch. Man mit dem Stadtrat mal reden könnte. Ja. Mir ist schon klar, dass das Ganze eine politische Dimension hat. Ich kann Ihnen morgen eine Audienz beim Stadtrat besorgen. Hier, das, guck mal, damit können wir doch schon mal leben. Okay. Dann können wir morgen mal gucken, was die uns ins Gesicht zu lügen haben. Entschuldigen Sie das, aber ich hab's nicht so mit Politikern. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Ey, wir gehen hier von einem Schreibtisch zum nächsten. Das gefällt mir nicht. Ey, ich hab immer dieses Gerede. Oh, das ist immer, mit denen Gumo, reden wir, mit denen reden wir. Heute Nacht möchte ich mal... Ich weiß doch, Gumo. Wir gehen wenigstens ein bisschen durch die Straßen und gucken, was da... Also ja, könnt ihr ja machen. Das ist eine bescheuerte Idee. Ja, na gut. Ich habe Angst, dass du drauf gehst. Ich liebe dich, aber du bist auch nicht der hellste Kerzenständer, der jemals geglüht hat. Und du stellst dir das so einfach vor. Was ist denn, wenn du weg bist? Was mache ich dann, wenn du weg bist? Du hast recht. Ich will nicht, dass du verschwindest. Okay. Lass ein Seil an Markus binden und den zu den Noten stellen. Was?
Chef, und dann kommt Betty, sieht ihn mit einem Seil um sich herum bei einer Prostituierten. Das ist aber ein Gespräch, was ihr jetzt gerade führt. Ja, ne? Ich weiß. Okay, also sie guckt euch sehr etwas irritiert an. Ich glaube, wir verschwenden auch langsam ihre Zeit. Sie haben, nehme ich jetzt mal an, alle Informationen an uns weitergegeben, die sie haben. Ich gucke sie an und will ihre Reaktion checken. Ja, mach mal einen Inside-Check. Darf ich auch nochmal auf den Tisch schauen? Inside-Check machen? Ja. Vielleicht ich habe 4 geworfen. Eine 6. Mann. Also sie scheint die Wahrheit zu sagen. Okay. Aber warum sind die Magier so egoistisch? Du verwechselst Magier, glaube ich, ein bisschen gerade mit Abenteurern. Magier sind oft einfach die so. Weil Abenteurer nicht egoistisch sind? Nee, aber ich sag mal so, Magier sind nicht immer zwingend wagemutig. Die sind manchmal eher ein bisschen feige. Ja, ich habe auch nicht gesagt, die Magiergilde, ich habe gesagt, die Gelehrtengilde. Und Gelehrte sind Gelehrte. Ja. Die sind in allererster Linie Akademiker. Ja, gut. Vielleicht kriegen wir ein paar Magier dazu begeistert. Wir müssen einfach ein bisschen. Ich befürchte, Gumo, wir. Gibt's in der Stadt. Haben Sie so ein Lieblingsrestaurant? Irgendwie was? Also, Sie wohnen hier. Ein Lieblingsrestaurant? Ja, irgendwo, wo man. Wo Sie gerne essen gehen. Wo Sie gerne essen gehen. Wir wollen uns heute das mal gut gehen lassen. Der blaue V ist sehr zu empfehlen. Der blaue V. Sehr gut, das ist unser Ziel heute. Was essen Sie denn immer im blauen V? Dann nehme ich heute das gleiche und denke an Sie. Ich bevorzuge den Fasan. Fasan. Im blauen V? Ja. Sie haben aber auch schon sehr eigenen Sinn für Humor. Ist Ihnen das bewusst? Ja, es ist mir bewusst. Ist das so eine Art wirklich Restaurant oder mehr so Taverne, wo es auch Essen gibt? Nee, das ist schon mehr ein Restaurant. Ja. Was ist die Taverne, die Stadttaverne hier? Die es gibt sehr viele Tavernen, glaube ich. Im blauen V essen Sie gerne den Fasan. Ja. Okay. Ich nehme das nur. Ich finde das ja sehr unterhaltsam. Sie scheinen ja doch einen guten Sinn für Humor zu haben. Vielen Dank. Gerne. Und noch letzter Björk gegen Björk. Was ist Ihr Pick? Ehrlich gesagt interessiert mich diese Art von Unterhaltung nicht so sehr. Ich habe genug Schlägereien in meinem Berufsalltag, aber wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, Björk. Das ist eine wichtige Info. Okay. Weil wir werden noch es wird Wetten bei dem Kampf geben. Ja. Und wird der nächste Kampf wahrscheinlich beim Sternfest geschehen. Ne? Ja, beim Sternfest wird der nächste Kampf sein. Okay, sehr süß. Nach 2 Wochen. Ich habe richtig Bock. Ist die perfekte Zeit für einen Kampf, wenn man weiß, es sind 2 Wochen. Ja. Kann man sich noch genügend aufreinlesen. Ja. Glaubst du, dass irgendwie so ein Marktschreier mit den Beinen rumrennt, so ein bisschen Promo für die Marktstadt? Sehr gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Dann auf erstmal. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß ja, dass Sie eine vielbeschäftigte Frau sind. Und ja. Wenn ich das so sagen darf, eine wunderschöne. Machen Sie es gut. Oh, vielen Dank. Das hört man selten in diesem Beruf. Ja, aber das ist. Seien Sie weiterhin so stark und selbstsicher und scheinen Sie von außen und von innen. Ich glaube, ich bin ein bisschen in Sie verliebt, merke ich gerade. Okay, doch. Frauen mit Macht. Ja, vielleicht. Bevor ihr geht, sie macht die Schublade auf von ihrem Sekretär und holt 2, so ein bisschen silbrig glänzende Marken raus. Das hier sind besondere Ehren-Constable-Marken. Mhm. Im Prinzip, was ist das deutsche Wort für Deputized? Mann, Alter, mir fallen noch die deutschen Wörter nicht ein. Weiß ich auch nicht. Hilfspolizei? Vielleicht. Hat aber eine ganz schlimme Konnotation im Deutschen. Sollten Sie im Laufe Ihrer Ermittlungen in Not geraten, können Sie die verwenden, um anderen Wachmännern zu zeigen, dass Sie in meinem Auftrag handeln. Bitte, bitte zeigen Sie die nicht die ganze Zeit rum oder deklarieren Sie sich als Ehren- Wachmänner, ja? Ja. Aber nur den richtigen Leuten, ja. Du wirst wahrscheinlich wieder versuchen, die Noten zu beeindrucken, ist mir schon klar. Ich war gerade kurz davor, Sie zu fragen, ob man damit Frau General hat mir befohlen, dass. Seien Sie sich aus der Tatsache bewusst, dass, wenn die falschen Leute Sie mit diesen Marken erwischen. Oh ja, das ist mir bewusst. Sie davon ausgehen werden, dass sie Spione sind. Markas hat ja seinen Auftrag erledigt. Er hat ja uns in die Stadt gebracht. Wäre es trotzdem möglich, Markas als Begleiter auf diesem Abenteuer? Sehr gute Frage. Können Sie Markas für uns weiterhin entbehren? Ich kann Constable Guniel entbehren als ihr Stadtführer und als ihre Liaison. Dankeschön. Sehr gut. Das freut mich. Das wird uns viel bringen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ab zu Betty, oder? Ab zu Betty. Los geht's. Und ich grüße nochmal nett. Also erstmal, ich will, dass Markas sie zum V einlädt, also zum blauen V. Und ich will, dass wir den Tisch. Ja, daneben haben! Ich will, dass wir so. Oh mein Gott, ja. Ja, okay. Sehr gut. Wir haben großartige Neuigkeiten für Markas. Bist du schon Markas? Nein, also ihr kriegt jetzt die Marken ausgehend. Schreibt euch mal bitte jeweils eine Stadtwachenmarke auf.
Boah, das glaube ich ein richtig. Achso, übrigens, es ist nicht. Es ist, ihr seid sozusagen Sonderinquisitoren. Ja? Ihr seid nicht Sonderconstables. Es gibt keinen Sinn. Verstehe. Er kriegt Markus auch so eine. Er hat ja, ist ja eh schon Wache. Er hat ja quasi. Nein, aber tatsächlich. Und wir kriegen sowas von einem Tisch mit dieser Marke. Wird Markus. Also die Sache ist, ihr wollt jetzt mit dem reden, deswegen kann ich es jetzt noch nicht sagen. Ja, aber, verstehe. Aber ich kann es jetzt schon sagen. Also bevor irgendwas noch passiert, wird Markus nochmal nach oben ins Büro zitiert und wird tatsächlich zum Lance Constable befördert. Zum Lance Constable! Nice! Das ist eine leichte. Sehr gut. Aber nach drei Monaten oder was ist es? Mhm. Ist das eine steile Karriere, du? Markus, ey. Freut sich Marki? Eine krasse Mission. Kriegt er so ein. Ja, er ist tatsächlich sehr erfreut und sehr stolz. Sehr gut, sehr gut. Ich sage, so. Markus, heute ist offensichtlich dein Tag. Ja, hat auch einen, kriegt auch jetzt einen so einen Streifen mehr auf der Schulter. Oh mein Gott, ist das heiß! Ja. So, pass auf. Du hast jetzt deine Beförderung. Mhm. In deiner Tasche hast du einen Ring. Ja. Wir besorgen dir und Betty jetzt den besten Tisch im blauen V. Okay. Keine Sorge, wir zahlen. Das geht auf unsere Kappe. Der Fasan soll da ganz herrlich sein. Aber und ich habe Betty noch nie gefragt, ob sie überhaupt mit mir irgendwas macht. Betty, genau das ist der, das ist dein Ass im Ärmel. Du gehst zu dieser Frau und sagst, hey. Das ist jetzt eigentlich hier der große Pickup-Artist geworden. Das ist nämlich, du sagst, du verstehst, was ich meine, ne? Was? Das ist, wenn er ihr sagt, so, hey, hör zu. Du bist schon sehr lange in meinem Kopf, aber ich hatte noch nicht. Das wirkt, glaube ich, gut, ne? Ja, glaube ich auch. Wenn man sagt, hey, ich habe mein Markus, wie gut kannst du lügen? Ja. Ich lüge nicht gerne. Dann musst du die Wahrheit sagen. Dann musst du sagen, hey, hör zu. Wie gut kannst du die Wahrheit sagen? Sehr gut, das ist das Einzige, was ich eigentlich versuche zu tun. Dann solltest du das Betty sagen können. Genau, du musst deine Stärken ausspielen. Aber was ist, wenn sie Nein sagt? Dann ist es halt so. Das ist sehr interessant, weil er läuft die ganze Zeit eigentlich auch schon immer mit diesem. Er ist ja auch ein Kämpfer und er ist auch irgendwo auf seine Art und Weise hart. Aber immer, wenn er darüber redet, seht ihr, dass er. Also das macht ihm mehr Angst, als gegen den Oger zu kämpfen. Ja. Offensichtlich. Ja. Er hadert sehr viel mehr und ihr seht es in seiner Körperhaltung auch. Markus hat keine Riesenkeule. Das ist ja komisch, wenn. Und wenn sie eine Riesenkeule hätte, dann müsste das eurer Beziehung auch nicht im Weg stehen. Ich jetzt hier immer in so alten Konflikten. Aber wir haben doch was zu tun. Wir müssen die Stadt retten. Also erstmal ganz kurz. Ja. Wir sollten das Markus vielleicht mal sagen. Ja. Wir haben morgen alle eine Audienz beim Stadtrat. Ja. Und bevor das nicht passiert, können wir auch nicht sonderlich viel machen. Weil wir müssen wollt wieder einen ganzen Tag verstreichen. Wir müssen, ich brauche die Infos von diesen Politikern. Was ist, wenn heute Nacht jemand entführt wird? Dann müssen wir damit leben. Wir können jetzt auch nicht Hals über Kopf ohne richtigen Plan unser Leben opfern. Vielleicht, aber seit ich euch kenne, geht ihr Hals über Kopf ohne richtigen Plan vor. Ja, aber dabei das ist, was euch zu Helden macht. Vielleicht wird jemand im blauen V heute einen guten Blowjob kriegen. Nein, ich wollte sagen. Und das ist manchmal wichtiger. Markus? Markus, du bist ja jetzt quasi immer noch, wenn man das so sagen darf, für uns abgestellt. Ja. Du bist quasi jetzt unser Angestellter. So. Ich arbeite immer noch für die Stadtwache. Ich bin da, um euch zu helfen. Also momentan sehe ich das ein bisschen anders als du. Und ich würde dir als dein Vorgesetzter jetzt wirklich dringlichst raten, mal über deinen Schatten zu springen und einfach mal ein bisschen mutig zu sein. Mensch, du hast gegen den untoten Oger gekämpft. Fein, aber kann ich meine Verabredung mit Betty dann nicht so legen, dass sie nicht heute ist. Warum? Weil wir. Es werden Menschen entführt. A, vielleicht heute Abend nicht. B, ich werde nichts machen, bevor ich nicht mit den Politikern geredet habe. Bevor ich nicht alle Informationen habe, riskiere ich nicht sein und nicht mein Leben. Ich habe versucht, mich als Köder zu platzieren heute. Ja, und ich lasse ihn nicht als Köder. Er ist mein einziger Freund und ich habe nicht sehr viel mehr als ihn. Und ich bin nicht bereit, ihn zu opfern. Ich dachte, ihr habt es leicht, Freunde zu finden. Ja? Aber keine richtigen. Okay. Sehr gut. Ab zu Betty jetzt. Markus, in welchem Bezirk wohnt Betty? So. Betty wohnt in. Na, Molaria. Das ist eigentlich der größte Bezirk innerhalb der Stadtmauern. Okay, Molaria. Gut. Ist es ein, sag ich mal, besserer Bezirk oder ist es ein normaler? Ach nein, Entschuldigung, ich wohne in Drüsach. Okay. Es ist außerhalb der Stadtmauer tatsächlich, aber es ist ein besseres Viertel als Runenkenny. Es ist immer noch ein Arbeiterviertel. Jetzt bringt er sie in die Stadt, ne? Er gibt ihr besseres Leben. Was macht denn Betty beruflich? Ja. Sie arbeitet bei ihrem Vater in der Bäckerei. Okay, wohnt kurz. Sie also auch noch zu Hause? Haben wir den Vater kennengelernt? Nein. Das ist kein Gnom. Ist ihr Vater verdammt schnuckelig? Nein, er ist kein Gnom. Okay. Aber Betty wohnt auch noch zu Hause? Ja.
Okay. Okay, das heißt, wollen wir dafür sorgen, dass wir quasi mit dem Bäcker-Papa reden, dass Markus in Ruhe mit Betty reden kann? Erstens, also wollt ihr jetzt erstens, da wirklich hingehen, der Vater ja? wird dich lieben. Du bist gerade okay. befördert worden. Okay. Stimmt, du bist befördert. Du hast nicht auf die Mission. Ja, also langsam frisst er eure Aufbaustrategie ja. so ein bisschen und also, ja, ihr habt recht. Wenn du zögerst, ich bin auf einem guten Weg. Desto lange wir warten, desto höher ist die Chance, dass jemand anders Betty um das Herz gewinnt. Das werden wir nicht zulassen. Wie gut kennst du denn Betty jetzt schon? Würdest du sagen, ihr seid Freunde? Kennt ihr euch? Redet ihr mal? Wir wohnen im selben Viertel und ich gehe dort regelmäßig mein Brot kaufen. Cool, okay. Cool. Das heißt, sie ist jetzt nicht komplett die Fremde. Wir fangen nicht bei null an. Nein, wir fangen nicht bei null an. Okay. Also ich würde sagen, das ist jetzt mein Vorschlag. Ich nehme an, sie arbeitet bei ihrem Vater und der Vater wird da noch drin sein. Es ist gut möglich, dass ihr Vater da ist, ja. So, also entweder kannst du dir jetzt überlegen, ob wir warten, bis Betty Feierabend hat und du fragst, ob ihr eine Runde spazieren gehen könnt. Oder wir machen das so, wir gehen vorher in den Bäcker, kaufen was, sagen, hast du eigentlich von diesem Helden namens Markus gehört, der hat einen ganzen untoten Ogre und dann gehen wir raus und dann kommst du. Und dann kommst du rein, dass das eure große Obsession ist. Es gibt hier ein Riesenproblem zu lösen, aber okay, gut. Ich will morgen zur Stadt, zum Stadtrat. Ja. Okay. Vorher mache ich das nicht. Okay. Ja, ihr kommt jetzt irgendwann mal da an. Ja. Oder wollt ihr noch was anderes machen vorher? Nee. Okay. Nein. Ihr kommt jetzt bei dieser Bäckerei an und die Bäckerei ist zu. Und die ist nicht so zu, die ist zu genagelt. Und ja, da ist niemand. Wie, da ist niemand? Gibt es da ein Schild, warum die zu ist? So, kennst du das, wenn man sagt, jo, wir bauen um, wir sind dann und dann wieder da? Nee. Wird es vielleicht ein anderer Laden? Also, nein. Betty ist weg? Sorry, das kam aus mir raus. Weiß ich nicht. Er sieht besorgt aus, auf jeden Fall. Oh, ich habe noch nie erlebt, dass der Laden zu war. Ach du Scheiße. Er war offen, als ich gegangen bin. Wo wohnen sie? Wohnen die da, in dem Laden? Die wohnen wahrscheinlich über dem Laden? Darüber, ja. Ist es auch zu? Sieht man da Licht? Da sieht man, nö, das ist ja noch am Tag, da wäre kein Licht an. Also. Aber da ist jetzt nicht zu barrikadiert. Nö. Dann gehen wir da hoch und klopfen an die Tür. Wir kommen da nicht hoch. Na doch, ihr müsst halt ins Haus um die Ecke. Ah, okay. Genau. Ja, dann würde ich auch sagen, geht Markus da hoch. Ja. Ja, er geht da hoch. Markus, ich habe hier ein Gedicht geschrieben, was du Betty vorlesen kannst. Und frag sie, ob sie mit dir heute zum blauen Faul geht. Du würdest gerne mit ihr Fasan essen. Warum flüstert ihr? Damit, wir sind da. Was, wenn Betty. Okay. Ja, er nimmt. Okay, er resigniert, er nimmt das Gedicht. Er nimmt das Gedicht. Hast du ja noch. Frag sie, ob sie mit dir essen geht. Aber erst das Gedicht, dann den Ring. Er läuft los und wirft dabei einen Blick auf das Gedicht und dann dreht er sich wieder um und kommt zurück. Oh Betty, ich finde dich furchtbar netti. Das ist volksnah. Und meine Mutter hat mir was verraten. Hör mir zu, Markus. Meine Mutter hat immer gesagt, sag den Schönen, dass sie schlau sind und sag den Schlauen, dass sie schön ist. Hier ist ein Ring aus purem Gold für eine Frau so rein so häufig. Markus, du das vorlesen. Wenn ich dich sehe, vergesse ich Gott. Das kann ich nicht sagen. Das kannst du. Und weiche von den Pflichten fort? Ja, weil du liebst doch Pflichten, aber okay. Sie noch mehr. Okay. Geh hoch und ich will, dass er klopft und guckt, ob da eine... Gut, also er verschwindet im Treppenhaus und 5 Minuten später kommt er wieder runter und ist fahl im Gesicht. Was passiert? Was hat sie gesagt? Sie ist verschwunden. Nein! Ihr Vater auch. Das ist nicht dein Ernst. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von 6.000 Leuten, dass das zwei... Naja, 28 Sechstausendstel. Okay. Sorry, fangen wir schon mal über. Du bist gut in Mathe geworden. Wow, das war gerade die Bruchrechnung in mir. Scheiße. Oh, fuck. Es tut mir so leid, Markus. Es tut mir so leid. Wir werden sie finden. Er setzt sich, sichtlich fertig, setzt er sich auf den Rinnstein einfach so und... Oh Mann. Start einfach nur. Guck mal, jetzt ist nichts wert. Deine Beförderung ist nichts wert. Ja, hör doch mal auf! Red ihm das doch jetzt nicht! Worst friend in the world. Alles ist nichts mehr wert. Deine Beförderung ist nichts mehr wert. Du kannst dich nur noch umbringen. Oh, bist du gut in Prep Talks? Ja, scheiße. Ficke die Fuck. Woher weißt du das denn jetzt? Wer hat dir das erzählt? Ihre Mutter ist noch da. Boah, das tut mir jetzt echt leid, aber wir müssen mit ihrer Mutter reden. Ja. Wir müssen. Was sollen wir vielleicht machen? Sie kann euch nichts sagen. Ich habe sie alles gefragt. Hast du uns schon mal jemanden verhören sehen? Ehrlich gesagt, würde ich es gerne vermeiden, dass ihr jetzt
Nein, ist noch, okay. Noch mehr ist okay. Kummer bereitet. Ist okay, Marcus, sorry, ich habe nur versucht, ein bisschen Leichtigkeit in die Situation zu bringen. Okay, jetzt bin ich wirklich motiviert, das rauszufinden. Wie können wir heute noch produktiv sein, obwohl wir morgen wollen wir zu den Docks gehen, einfach damit wir da vielleicht da gab es doch diesen Typen mit der Laterne, dem ich mal nackig entgegen, das gibt den bestimmt. Das ist aber ein Fax, so, du willst einem anderen Typen nackt entgegentreten. Nee, ich will quasi den Dockmeister mal befragen. Ja, das könnt ihr machen. Ich würde aber sagen, wir kommen langsam zum Ende. Oh, Mist, ey. Es tut mir so leid für Marcus. Großer Cliffhanger an der Stelle. Was ist mit Betty und ihrem Vater passiert? Das kann aber nicht wahr sein. Wie wird die Audienz beim nächsten Mal? Ja, die große Audienz. Oh, ich liebe die Stadt. Ich will ein Haus. Ich will ein Haus kaufen mit Gummo. Werden sie ein Haus... Willst du oben oder unten? Werden Gummo und Faruk ein Haus kaufen? Nee, du kannst nicht die Treppe... Ja, dann wohne ich unten. Wie so ein Doppelstockbett, nur als Haus. Okay. Ja, und werdet ihr hinter das große Geheimnis kommen, hinter dem, was in Glanwood stattfindet. All das sehen wir in der nächsten Folge, oder zumindest Teil davon. 14 Tage noch bis zum Sternenfest. Gott, ey, das ist jetzt gerade alles. Ich bin ein bisschen, muss ich alles mal ordnen hier, die ganzen Infos. Und bis dahin habt ihr versprochen, das Problem zu lösen. Ja, ja. Und ich halte meine Versprechen. Ich renne manchmal weg. Genau. Ansonsten bitte, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns, liked uns auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes, auf allen möglichen Podcatchern. Macht die Glocke an auf YouTube, kommentiert, alles ist hilfreich. Was glaubt ihr, was hinter dem Ganzen steckt? Auch interessant, bisschen Spekulation. Und Untote ist immer noch mein Guess, dass jemand sich eine kleine Armee aufbaut. Bis jetzt hat er gerade 28 um Betty. Ich glaube, das wird eine wahnsinnig politische Pissintrige. Und wenn Marcus Betty umbringen muss, das wäre ja so... Oh, hör doch mal auf jetzt! Das wäre so sad. Sei doch jetzt nicht so. Jonas. Das schreibe ich kurz auf. Stell mal vor, da muss er in seinen Händen sie umbringen, um quasi seinen Paladin... Smite! Wow, dark. Ja, ich glaube, aber hey, das Leben ist hart. Ich weiß ja nicht, was Cord ihm sagt. Er sagt immer, dass Cord mit ihm redet. Hast du wieder ein Lied angefangen zu schreiben gerade? Ich weiß ja nicht. Das Leben ist hart. Ich weiß ja nicht, was Cord ihm sagt. Ey, okay. Bitte, sagt euren Freunden, dass es diesen Podcast gibt. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute. Ja, das wäre super. Genau. Teilen. Wenn ihr eine Betty in eurem Leben habt, sagt ihr einfach mal, oh Betty, ich finde dich furchtbar netti. Ihr habt nichts zu verlieren. Ihr habt nichts zu verlieren, außer eure Ketten. Außer eurer Würde. Ja, okay. Aber was ist die schon wert? Ansonsten, kommt gut nach Hause. Gott schütze den Buchdruck. Und nimmt immer das volle Gold. Tschüss. Ciao.